Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren For the King Stream. Ja, momentan noch nur mit mir und dem Sunny. Die anderen beiden kommen noch. Also, Akaya setzt gerade noch ein Warnzeichen, um der Welt seinen Marken aufzudrücken. Also, sein Markenzeichen. Und Kai ist auf Familienfeier bei Oma, ist aber auf dem Heimweg. Der kommt aber wahrscheinlich erst in der Stunde. Ja, beim letzten Mal hatten wir uns noch mit dem Banditenkönig, weil ich war es, angelegt, haben kein Leben verloren bisher. Ich dachte, jetzt würdest du irgendwas dazu sagen. Ich sag nichts dazu, nein. Ja, solange die beiden noch nicht da sind, ich übernehme den einen Lulatsch, Sunny den anderen, also. Zumindest bis Akaya da ist, übernimmt Sunny den Kai. Wenn Akaya da ist, übernehme ich den Kai. Ich kann den Kerl auch weiter, aber den habe ich kein Problem mit mir. Das ist egal. So, erstmal kurz nochmal überlegen. Was war unser Job? Wir wollten diese Teile aufhalten, auf jeden Fall. Dafür müssen wir Bomben Genau. platzieren. Die Und die muss Lieferung. man vorher ausgraben. Was hast du Schönes in deinem Inventar? Pfeifen. Die Heilpfeife wäre bei mir gar nicht so verkehrt, aber ich weiß nicht, ob ich schon eine hatte. Es ist ein bisschen her, dass wir gestreamt haben. So oder so, ich wechsle erstmal eben kurz auf mich. Weil der kann sich sowieso nicht bewegen. Jo. Kannst ja halt gucken, ob du eine Pfeife hast, du Pfeife. Ja, du Pfeife, ich guck nach. Ich habe die Beruhigungspfeife wegen Fokus. Eine Heilung wäre für mich aber gerade trotzdem nicht verkehrt. Ich hätte danach noch zwei Felder übrig. Würde ich danach heilen gehen? Also, wir schaffen drei. Wir zwei. Ja, wollen wir hinkriegen. Du carries. Ich treffe eh nie. Bist auch dran. So, War Spalten zur Seite oder durchgehend? Zur Seite. Du hattest noch einen, der durchgeht. Dann könntest du die beiden da attackieren. Daran erinnere ich mich. Genau, die Glefe. Die hatte durchstoßen. ja. Dann mache ich das mal. Na. War doch gut Schaden. Werde ich ein weiteres Autsch. Leben heute rauben? Man weiß es nicht. Wenn ich perfekt treffe, wäre er weg. Mach mal. Okay, jetzt musst du nur durch Stoß machen, dann ist er weg. Die wollen eh mich. Es ist gut, dass der Okay, das ist Magier gerade mich sehr gut. will. Das ist, ja, das ist gerade sehr gut. Oh, das wurde trotzdem einiges an Damage. Aus? Ich glaube, ich nehme gleich den Lotus. Könntest du dem da jetzt bitte einmal durchstoßen, dass der eine weg ist? Danke. Sunny? Ich kann da nichts dafür. Bitte geh auf mich. Oh, danke. Oh, oder auch nicht. Bitte geh auf Oh, der mich. krittet mich nämlich. Ja! Der hat mich gekrittet. So kann ich auch noch nichts. Damit habe ich nicht gerechnet. Hast eine zweite Chance, während ich begrüße, dass der andere aufgetaucht ist, der erst noch sein Zeichen in die Welt setzen musste. Lass mich doch. Harte Arbeit. Du darfst nochmal zuschlagen. Let's go. Jetzt kannst du auf die andere Waffe wechseln. Mach ich Aber wir auch. müssen dringend Leben demnächst holen. Ach du Sunny! Ich kann das nicht verändern. Ich habe keinen Fokus, um das zu Wie ändern. Es wär's? tut Ich mir gehe auf den sehr leid. Bestienmenschen und du gehst auf die Hexe. Danke, Lotus. Ich hätte auch einen Vorschlag. Wie wär's, wenn ihr einfach beides tötet?
Ja, aber ne, warte, Zani. Also da muss ich mir erstmal noch. Ach, der ist noch gar nicht im Parsec drin. Nee, ich muss erstmal nochmal das mit Parsec wieder machen. Kennst doch das Prozedere bei mir. Ja, ich kann jetzt hier nichts tun. Kannst schon mal auf, kannst schon mal beten. Ich bete nicht, ich bin nicht gläubig. Sekundäre Aktion bringt nichts. Sunny, glaubst du an mich? Nein. Warum hast du nicht an mich geglaubt? Warum sollte man an dich glauben? Man wird doch immer enttäuscht. Ich habe gerade zum ersten Mal nicht enttäuscht. Autsch. Sunny, don't stop believing. Wir müssen dringend heilen gehen. Mhm. Ich hab getroffen. Wieso trifft die auch die ganze Zeit perfekt? Wieso trifft die ganze Zeit perfekt? Fragt halt nicht mich, ich weiß es nicht. Ich hab das Gefühl, wenn du näher dran stehst, dann schaffst du das auch besser. Stellst du mich gerade vorne hin? Du bist nicht mit in diesem Kampf. Vergiss ja das Mistvieh. Naja, ich weiß ja nicht, ob ich beim Kampf dabei bin. Ich kann es ja nicht sehen. Sunny, einen Fokus hast du. Ich weiß nicht, was. Ja. Harte Arbeit, du darfst nochmal zuschlagen. Das ist schon mal gut. Wenn du jetzt richtig gut triffst. Nicht mit der Waffe. Die Waffe hat was gegen mich. Du musst nur treffen. Ich hab getroffen. Du hast Sunny, wenn man sein eigenes, du hast ein königliches Schwert dafür bekommen. Ist einfach schlecht. Wir brauchen dringend bessere Ausrüstung. Ja, wir brauchen dringend Zusatzleben. Oder wie wär's, wenn ihr euch einfach nicht für alles und jedem anlegt? Das sagt ihr mir auch immer. Und bei mir funktioniert's aber trotzdem, bei euch nicht. Kein Kommentar. Also ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, ich bin insgesamt... Den Turmschild hatte ich für irgendwen dabei. Also der wird gekauft. Am wenigsten gestorben. Würde ich jetzt nicht bedingt unterschreiben. Sunny, komm zu mir. Ich habe nicht gesagt, dass es wirklich so ist. Ich habe gesagt, ich glaube, dass es so ist. Ist jetzt mittlerweile eigentlich ein Parsec drin, dass ich dir eben kurz Maus gebe? Nein, ich muss erstmal halt wieder das gleiche machen wie die ganze 20. Zeit. Da bin ich jetzt dabei. Hey, vielleicht kriegen wir heute den Erfolg für ist draufgehen. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ja, aber es läuft halt drauf zu momentan. Ich brauche irgendwas an Ausrüstung. Die sehen nicht allzu verkehrt aus. Rüstung, Widerstand, Ausweichen, Wahrnehmung. Ja, ja, das kann man zumindest ein bisschen ausweichen. Mhm. Handschuhe, die hatten. Ah, weiß ich nicht. Nee, die sind halt auch nicht. Nee. Brauchst noch genügend, dass du schlafen gehen kannst, ne? Ja. Ich hab halt gedacht, wir würden nur gegen zwei kämpfen. Ich hab dich auch vorher gefragt, ob du meinst, wir schaffen das. Wo kommt... Ich glaube, jetzt ist er drin. Oder du fuhr mit seiner Maus rum. Ich denke mal, der nächste Waggon, der kommt wahrscheinlich hier oben lang. Sehen tun wir ihn noch nicht.
brauchen dringend von irgendwo ein extra Leben. Ja, keine Ahnung. Das werden. Bedenkt, dass wir nur noch ein einziges Leben haben, ne? Danach kann keiner wiederbelebt werden. Ich gehe ja nicht drauf im Gegensatz zu euch. Also, wenn ich mir den letzten Stream ins Gedächtnis rufe, dann habe ich da irgendwie was anderes im Kopf. Berühmte letzte Worte, Akaya. Berühmte letzte Worte. Ein Eisschakram, Gold. Was macht denn das? Was braucht denn das Schakram? Sage ich, sobald ich wieder meine Maus verfügbar habe. Lent. Ach, Talent hat er glaube ich keine Art. Nee, keiner von uns hatte irgendwelches Talent. Wir waren alle talentlose Säule. Ja. Da müssten wir nur was abliefern und hier was besorgen. Das wäre aber auch ein lustiges Schild. Langweilig, ich glaube gerade. Im Übrigen, guck mal, die haben was hier offenbar umgeändert vom Namen her. Es ist jetzt nicht mehr reflektieren, sondern Dornenschaden. Ja, stimmt. Was ich mich gerade irgendwie so ein bisschen auch frage, was hatte ich für eine Waffe nochmal benutzt? Das hätte ich vielleicht auch mal nachgucken sollen. Wenn ich eine Einhandwaffe benutzen würde, könnte ich nämlich das Schild gebrauchen, aber dadurch, dass ich es nicht weiß, was ich habe. Du hast eine Kanone. Der Kai, der nutzt ein Schild. Aber für ihn habe ich, meine ich, schon diesen Turmschild dabei. Der ist halt für Team insgesamt besser. Da ist halt nur ein bisschen mehr physische Verteidigung und halt dennoch mal. Gold ist nie verkehrt, wenn ich mal unser Geld angucke. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Gold. Ich brauche keine Sau. Gold haben wir ja nie bekommen. Wo ist dieser Wagen? Wir sollten eventuell Schäfing oder Gronberg hier klären, damit wir wissen, wo der Wagen lang fährt. Wir müssen den ja auf jeden Fall aufhalten. Ich brauche allglatter Pirat. Der ist allglatt, wie der Name schon sagt. Na gut, wenn es nur der eine ist. Wir könnten auch den Dungeon rechts von Akaya mitnehmen. Dann haben wir eventuell bessere Ausrüstung. Oder eventuell unseren Tod. Das ist ein Level 2 Dungeon und wir sind Level 4. Den sollten wir eigentlich als Gruppe schaffen können. Unterschätzt niemals die Gegner. Ja, der ist ja wirklich aalglatt. Nein, der hat einen Bart. Ja, aber guck dir mal seine Haut an, die glänzt. Der ist aalglatt. Ich glaube, das ist ein Special-Gegner. Versuch doch mich zu fangen, ihr Deckschrubber. Um Gottes Willen, wir können eigentlich direkt fliehen. Wie sollen wir... Obwohl, warte, du kannst es versuchen, ihn zu vergiften. Ich glaube, nur du kannst ihm Schaden machen. Du musst ihn vergiften. Hab ich? Gift kann ihn töten. Ach. Du Sohn! Der Sohn wird jetzt platt gemacht. Ohne Gift geht er definitiv nicht drauf. Nee, er blockt es. Ich kann ihn nicht vergiften. Wie sollen wir den denn vernichten? Feuer auf Feld machen könnte eventuell gehen. Aber das geht nicht. Er müsste, wenn das... Nee, Buch der Blitze funktioniert auch nicht. Ich kann ihn zumindest seine Angriffspunkte nehmen. Wenn ich treffen würde. Deswegen also aalglatt. Ein HP, aber dafür trifft man den nicht. Ja, das erklärt auch den Namen und dass er halt so glänzend aussieht. Warte, hat Kai nicht irgendeine Waffe, um die Verteidigung wegzuknüppeln? Er kann Rüstung erhöhen, dreschen, kurieren. Ich glaube, keiner von uns hat irgendwas, womit man durch Verteidigung durchkommt. Das wäre halt unsere einzige Chance noch gewesen.
Macht er denn Damage, wenn er trifft? Nee, der will abhauen, glaube ich. Ja, der haut ab, sobald er einmal. Okay, das, wir können den so als einen dieser Rare-Gegner ansehen, wie zum Beispiel die Metallschleime. Die trifft man ja auch so beschissen. Ich denke mal, das ist halt so ein Schaden, da musst du wirklich gucken, dass du ihm so, dass du ihm den Kram runterprügelst. Also den Widerstand oder die Verteidigung. Du brauchst halt eigentlich einfach nur irgendwas, womit du durchbrechen kannst. Entweder hätten wir was zum Rüstung zerschmettern gebraucht oder halt eventuell ein Flächen-AOE-Element-Angriff hätte eventuell auch funktioniert. Guck mal, da ist er schon wieder. Kurz gucken, was ich sonst noch für öffne. Ja, also das hat glaube ich ein... Warte, drück mal die Taste, damit ich sehen kann. Ich kann die Rüstung ignorieren, damit stimmt ja. Ich kann ihn mit dem Hammer töten. Du könntest ihn umbringen tatsächlich. Und das sogar mit basically garantiert gefühlt. Anders kannst du ihn halt nicht umbringen als mit einem Schildbrecher. Das würde mich sehr interessieren, was wir dann bekommen. Naja, das von mir ist ja nicht Schildbrechen, das ist Schild ignorieren. Das Ding ist aber, dass der viel zu weit von dir weg ist. Ja. Wenn wir nochmal einen davon sehen, dann würde ich den gerne mitnehmen, weil mich würde sehr interessieren, was der für Loot gibt. Geisterhafter Galgen. Vor allem stelle ich mir das gerade auch richtig lustig vor, wenn man das bildlich darstellen würde. Jedes Schwert und so rutscht einfach an ihm runter und dann komme ich beim Hammer, hau ihn mit dem Gummihammer eins auf den Kopf und er ist tot. Ich hätte es zumindest lustig gefunden, wenn er wirklich einfach so entlang geglitten wäre, wie ein Aal. Ja, Kai kommt wahrscheinlich am ehesten da oben an. Naja, ich bin nicht wirklich schnell. Der Galgen ist glücksbasiert und keine Ahnung, was der macht. Das wäre was für dich. Nix. Schade. Aber ist okay. Naja, besser als einen Zug aussetzen, würde ich mal behaupten. Jo, das auf jeden Fall. Aber wir sind halt einfach alle talentlose Idioten hier. Wir haben halt kein Talent. Ist doch normal. Wir haben kein Talent. Ich meine, ich müsste doch wenigstens ein Talent im Holzfällen haben. Hört, die Dinge überschlagen sich. Lochen düsen durch die Gegend. Oder? Ich würde. Deswegen war ich extra eine quietschige Stimme, da ich mir nicht sicher bin. Das steht an für rare. Ich hätte gehört, die Dinge überschlagen sich. Lochen düsen durch die Gegend und transportieren Waren von dem Minen zu den Häfen. Das müssen wir unterbinden. Sie sind essentiell für den Plan der Königin. Also dürfen wir sie nicht weiterfahren lassen. Unsere einzige Hoffnung ist es, sie anzugreifen. Am ehesten können wir ihre Machenschaften stören, indem wir die Loren sabotieren. Wir müssen so viele davon aufhalten, wie nur möglich, um ihren Plan zu durchkreuzen. Hier hast du für den Anfang ein paar Pulverfässer. Hast du schon mal einen Zunderball benutzt? Die funktionieren ganz ähnlich, sprengen dir aber den Arm weg, wenn du nicht vorsichtig bist. Also sei nicht leichtsinnig werden. Und vielleicht auch mal die deutsche Sprache lernen. Halt auf der Insel die Augen offen. Dort sind noch mehr Vorräte vergraben, damit die königliche Wache sie nicht entdeckt. Es gibt neue Informationen. Die königliche Wache nähert sich. Tu so, als hättest du mich noch nie gesehen. Warte, wer bist du? Oh Gott, 4 Pulverfässer. Gold, was ist das Gold. Gute Frage, nächste Frage. Lass mal nehmen. Ist bei uns in der Nähe? Ich bin da sehr nah dran, glaube ich. Das ist irgendein Rätsel. Das ist auch irgendwas für dich. Du kannst da Erfahrung verlieren. Viel Spaß. Du kriegst da irgendwas. Wir wissen nur nicht was. Du kriegst die geheimnisvolle Mitmachsache. Ich lass Kai einfach mal Gottesbad kaufen. Ich würde sagen, es wäre schlau, wenn du vorher deinen Fokus aus! Auflädt, wenn man Fokus nutzen kann. Aus! Ich bin nicht an meiner Maus zugange. Ich auch nicht.
Ja, ansonsten nichts machbar. Aber wir haben das ziemlich eigentlich flachsen. Der will mich doch mobben. Wo ist der denn hier? Latte oder? Da, ja. Da ist die Lore. Vom Winkel her würde ich sogar sagen, die will tatsächlich hier unten hin. Ja, dann ist es ja sogar noch besser, wenn du den dann schon eben kurz triggerst. Dann kommt Kai mit dem Fässer nämlich nach unten. Kommt doch genau. Ach nee, ist die ist eine Silberschlange. Noch, bevor du in den Dungeon gehst, vielleicht noch. Nein, das versuchst du nicht. Nicht mal eben das Ding da machen lassen, bevor das jetzt. Kannst doch danach noch dahin gehen. Das ist eine Quest, die bleibt ein paar Runden, guck. Okay. Hat nicht mal eine Zeitbegrenzung. Ach, Kai, du bist übrigens dran. Wollen wir in den Dungeon? Nein. Ja. Wir können ja nachher die Schlange verkloppen. Du hast verdorbenes Essen gefunden. Dein Magen knurrt und dir wird schwindelig. Du bist kurz davor, dich auf höchst unfeine Art zu übergeben. Warum isst du das überhaupt? Das ist aber neu. Das gab es vorher noch nicht. Wir hatten das, glaube ich, einfach nur noch nie. Mann. Ja, warum isst du das denn auch? Weil ich kann da nicht mal Fokus benutzen. Ich tippe auf die 15 Schaden. Auf was tippst du, Sunny? 2% Unwohlsein. Ich krieg nix. Ich lag richtig! Autsch. Jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, den Helm wieder anzuziehen, den anderen. Einfach um mich wieder hochzuheilen. Den Helm könnte man Sunny geben, der hat noch keinen. Mir ist es egal, wer den bekommt. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich den nehme, wirklich. Ein Jelly. Okay, ist es nicht. Ist es nicht der Beschissene. Kannst du mit der Spalte alle drei treffen? Ja, das mache ich auch. Ich glaube an dich. Ich weiß, du hast Angst vor Geistern, aber du darfst ihn trotzdem treffen. Au. Au. Da mag dich wer nicht. Da mag mich etwas ganz und gar nicht, Junge. Ich hab sie abgelenkt. Autsch. Die beiden sind benommen. Warum kriege ich alles in die Fresse gerade? Weiß ich nicht. Der Scharfschütze wird nicht beschützt, ne? Nee. Nee. Schockschlag auf den da. Oder auch nicht. So eigentlich. Das bin nicht ich, das ist Kai. Ausreden. Du spielst Kai, also bist du es. Das Taktikfeld, das steht übrigens super. Kaboom. Zwei weg. Als nächstes den Scharfschützen. Sunny, da will einer nicht, dass du drankommst. Ich glaube auch. Einmal war doch schon dran. Was soll ich sterben? Geh auf den Würfel. Geh auf den Würfel. Ich mache ja irgendwie den meisten Schaden von uns gefühlt. Ganz ehrlich, der Scharfschütze braucht noch ein bisschen, bis er dran kommt. Ich finische den jetzt einfach auf, dann könnt ihr weiter auf den Würfel gehen. Hey, wenn der es noch schafft, dran zu kommen, dann läuft was falsch. Das Schwert hat mehr Damage. Aber das Schwert. Obwohl ich hab einen sehr guten, relativ guten Angriffswert eigentlich. Ich kann das sogar benutzen. Das hat 22%ige Chance, dass es ein perfekter wird. Kann es sein, dass das auch neu ist, dass da jetzt auch steht, wie viel Prozent. Ja, das ist auf jeden Fall neu.
Ich erinnere mich nicht daran, dass das irgendwie vorher präsent war. Das war nämlich nur Wahrscheinlichkeit pro Slot. Ja, genau. Ich merkte zwei Sachen, als ich gerade eben kurz in den Stream geguckt habe. Erstens das. Zweitens, Sunny macht dich nicht so groß. Da ist es eigentlich scheißegal, wer es nimmt. So, und jetzt werden erstmal Sachen rübergereicht. Und vielleicht sollte jeder von uns ein Pulverfass haben. Einfach für den Fall der Fälle, dass wir halt nicht in der Nähe sind und einer von uns eine Lore in die Luft springen muss. Ja, das ist gar nicht mal so. Ja, doof. Jeder von uns kann das Ding in die Luft jagen. Zur Not kann man die auch im Kampf verwenden. Ja, aber das sollten wir nicht machen, weil so, man kann die Loren ja nur damit kaputt machen. Ich opfer. Hätte jetzt eine Mimik sein müssen. Permanent magischer Schaden, ja, gibt ja nur einen mit magischen Waffen, ne? Ich bin halt wirklich der einzige Magier hier. Hier, wenn ich sage, er ist nutzlos, dann ist er nutzlos. Verboom? Er hat die Decke geküsst. Danke! Was für ein Stab, Junge! Ich hab anlegen! Anlegen! Du hast Schock, Feuer, Eis und Wasser aufgegeben. Das ist geil. Okay, hat sich jetzt schon gelohnt. Und wo bleibt meine OP-Waffe? Ich will eine bessere Kanone. Wir haben auf jeden Fall was Besseres für den Kai. Oder? Ja, abgesehen von dem einen Stärke und den einen Rüstungspunkt ist das definitiv besser. Weil er kriegt ja sogar einen Fokus drauf. Fähr ich dann bald dessen hinten? Ich nicht. Der Lula stand ganz am Ende. Hä? Warum ist das in meinen... Warte. Ich glaube, du hast eine gefunden. Du bist das... Konntest du nicht Kräuter finden? Ja, ich konnte Kräuter finden, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich das gefunden habe. So, dann kriegt er auch eins. Aber vielleicht hast du das. Bei mir gibt's ja... Wer mampft da eigentlich im Hintergrund? Akaya, wer sonst? Geld für alle, Wissen. Wissen ist immer dabei. Ich habe noch keine Handschuhe tatsächlich. Ja, saufen ist sowieso für Kai. Natürlich kriegen wir wieder was für den Säufer. Also, was, bei Besäufen ist. Wir haben noch nie so viel Alkohol aus Kisten und so gefunden. So, der nächstbeste rennt dann am besten direkt in diese Silberschlange rein, bevor sie weg ist, ne? Akaya, für den Fall, dass du wieder so ein Aalglattvieh ist, einfach mal den Hammer ausrüsten, ne? Falls er genau wie der Aalglatte ist. Dann renne ich jetzt in die rein. Oder auch nicht. War doch Mobbing. Die Lore, die fährt safe hier lang. Safe. Guck, das Ding ist noch da. Ich weiß übrigens auch nicht, wie man vorankommt. Es sieht so aus, als ob hier eine Stadt ist. Ja, Elowen. Sieh mal, was haben wir denn hier? Nimm das mal genau in Augenschein. Was ist jetzt? Noch irgendwas gefunden. Ah, ein lockendes Becken. Wir haben einen Teleportpunkt nach da oben. Was ist das eigentlich? Brunnen des Lebens. Geschwindigkeit. Das ist was für unseren Sunny. Erhöhung. Das musst du. Okay, warte. Wir müssen wirklich safe gehen. Wer von uns hat das höchste? Wir müssen das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Ich müsste, glaube ich, die höchste Geschwindigkeit haben. Sunny, du musst das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre ein Fettellager. Du würdest alleine reingehen. Ja, deswegen ziehe ich mich auch wieder zurück. Als Gruppe hätte ich ja gesagt, ansonsten nein.
Investier mal lieb, obwohl behalt den Fokus. Ich investiere ganz sicher keinen Fokus da rein. Warte mal, warte, bevor du beenden drückst. Ach, ich wollte gucken, ob man dort überhaupt investieren darf. Ach so. Okay, du darfst investieren, gut. Muss ich nicht anschreiben. Aber selbst wenn, dann hebe ich mir lieber den Fokus auf, wenn ich einen ER brauche. Selbst wenn ich nicht hätte investieren dürfen. Oh, guck mal, noch ein lockendes Becken! Ja, das ist ja auch so sinnvoll! Das, hey, es spart dir ein paar Schritte, wenn du darüber willst, also. Das ist doch Schwachsinn. Das ist trotzdem ziemlich unnötig. Das war schwachsinnig, Spiel! Ein Golem, ja! Nein. Aufs Maul! Der will unser letztes Leben verbraten. Ich merk's. Erst wenn ich meine Kanone wieder. Ja, ich dachte halt, die Schlange bleibt und das wäre wie das glatte Vieh ist, weil das so eine komische Aura um sich drum hatte. Ich drück sofort fliehen, wenn du auf eine dieser Teile drückst. Ja, wir müssen ja eh auf die anderen warten, ansonsten wird das eh nix. Amateure. Ich wandere wieder zurück und hole das Rätselrelikt. Ich habe auch gut Wahrnehmung. Soll ich drauf pokern, dass der Magier sich da jetzt verpisst, wenn ich da lang gehe? Kannst du? Ich guck gerade nur. Ich habe einen toten Abenteurer gefunden. Plündern! Oh nein, du hast die Leiche gestört. Warum kriegt ihr alle Belohnungen, wenn ihr das macht und ich werde direkt bestraft? Hero of Ferul. Ach du Scheiße. Hero of Ferul, der macht dich fertig. Du kannst nicht fliehen. Der macht dich richtig fertig. Du kannst nicht fliehen. Ich werde bestraft und ihr werdet belohnt. Du bist tot. Ich kann hier für nix. Geh auf die Schockexplosion. Geh auf die Schockexplosion. Das hätte die Chance, ihn zu schockieren. Die machen alle gleich viel Schaden, die Skills. Und sind halt Radius Damage. Aber ich muss perfekt. Das sind halt alles drei basically dieselben Spells, nur mit einem anderen Status-Effekt. Ja. Oh, er verkackt. Das heißt, ihr verkackt. Du könntest noch einen Hit überleben. Ich hab nur eine Option. Einmal das. Bitte mach genügend Schaden. Dir ist aber schon klar, dass du das Pulverfass. Ich muss das nutzen. Ich muss damit gerade meinen Arsch retten. Ich muss das Pulverfass selber zum Auslösen. Du wirst ihn aber töten, bevor das Pulverfass aktiv wird. Ja. Pulverfass war unnötig. Nein, war es nicht. Vielleicht nicht so. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Aber das Ding ist, er killt dich jetzt safe nicht, weil er nicht perfekt treffen kann. Ich muss meinen Arsch damit retten. Das wurde fast verwastet. Es hätte auch schief gehen können, mein Schuss, musst du bedenken. Angriff erhöhen, das wäre eine gute Waffe für Kai. Sunny, du musst bedenken, mein Schuss hätte auch genauso gut ins Leere gehen können. Jo, das ist ein guter Helm für Sunny oder dich. Mhm. Ich nehme es wegen Intelligenz und Fokus. Aber mal ganz im Ernst, ihr plündert am laufenden Band diese toten Leichen, ne? Und werdet dafür belohnt. Ich plündere. Das war das erste Mal, dass ich so eine scheiß Leiche geplündert habe. Das allererste Mal und ich werde direkt bestraft. Und ich habe noch nie überhaupt so eine Leiche geplündert. Warum werdet ihr belohnt und ich werde bestraft? Ach, guck mal, da ist schon wieder der glatte Typ. Da gerade kannst du nur von Sunny reden, dass er davon belohnt wird. Weil ich habe so eine Leiche noch nie geplündert. Geh auf Safe, wir brauchen das Ding. Das ist ein Lager. Wenn da so ein komischer Schützengraben um die drumherum ist, dann ist das ein Lager. Ich weiß, dass es ein Lager ist. Brauchst du mir nicht sagen. Das können wir ruhig mitnehmen. Bestienmenschen sollten wir eigentlich Daumen bekommen. Das ist kein Boss. Irgendwie ein Troll. Das ist ein ganz normaler Typ.
Aber dann könnt... Stufe 5. Wie gesagt, ich habe auch damit gerechnet, bei meinem Pech, dass ich nicht treffe. Ich wollte damit auch nur mal sicher gehen, dass ich jetzt nicht drauf gehe. Wir haben nur noch 2 Leben. Naja, jetzt haben wir 2 Leben. Davor war es nur 1. Was habt ihr überhaupt gemacht, dass wir keine Leben mehr haben? Das war der Banditen-Typ vom letzten Mal. Erinnerst Wo du dich? Wo ich ein einziges Mal draufgegangen bin und andere mehrfach. Der Kai, der kriegt gleich eh eine bessere Keule. Und kurieren habe ich mittlerweile auch dabei. So, wo ist der Wagen? Da vorne. Okay, einer von euch dreien muss jetzt da hingehen und die Bombe dann eventuell in den Weg legen. Eigentlich reicht es da unten auf diese kleine Kreuzung zu legen. Der kommt da ja so oder so vorbei. Ich versuche Kai entgegenzukommen, dass ich ihm zur Not die Goldwurzel gebe. Er ist halt am nächsten dran. Die Schlange ist dort. Wenn ihr die jetzt angreift, dann könntest du das mit einem Akaya zusammen versuchen. Wenn das wieder glatt ist, kann er ja Hammer rausholen und draufhauen. Außerdem hast du ja auch was, das durch die Rüstung durchgeht. Ich würde gerne wissen, tun wir den da oben mit reinziehen? Ich glaube nicht, ne? Oh. Ja, never mind! Ja, würdest du, definitiv. Es geht immer 2 Felder weit. Nein! Warum steht da jetzt jemand im Weg? Er stand auch vorher schon da. Ja. Das wären 2 Druiden. Geh du einfach außen rum. Ich muss halt schnell dahin. Der ist jetzt innerhalb der einen Runde von hier nach da gewandert. Eigentlich muss ich es in Kauf nehmen. Wir wissen nicht, ob der jetzt wirklich hier runter will oder nach da oben. Da ist er. Hallo. Hallo. Mir wird die Entscheidungsgewalt gleich abgenommen. Entschuldige, das war eine kleine Missplanung meinerseits. Und so, wir haben gut. Alle Pulverfässer außer ich. Ich habe eine Leiche geplündert und das wurde dann zu einem Monster. Da ist das Teil. Du kannst entscheiden, ob du an den Druiden jetzt vorbei willst, dich durchkloppen willst, damit du hier zu Kreuz nur rechtzeitig kommst. Oder ob du außen rumläufst. Das ist deine Entscheidung. Ich habe nicht mehr die Entscheidungsgewalt an dem Punkt. Ab dem Punkt habe ich jetzt Kai für seine Aktion. Es gibt noch eine B-Option. Er hat eine Teleportschriftrolle. Aber der Wagen muss jetzt auf jeden Fall aufgehalten werden. Was bedeutet, du musst gegen 2 dann kämpfen. Richtig, wenn ich den angreife, kriege ich auf jeden Fall 2 ab. Wenn du außen rumläufst, musst du 4 Bewegungen wegschmeißen, ist das Ding. Du kannst auch eine Teleportschriftrolle nutzen und so weit an den Wagen wie möglich ran. Weil der ist halt schon nah an seinem Ziel jetzt. Das ist eine Quest, die haben wir oben angenommen. Da standen mir Geheimnisse, haben wir gedacht, komm, nehmen wir. Wir wissen auch jetzt noch nicht, was das Ding bringt. Das findet hinter dir statt. Ach ja, und ich habe einen richtig geilen Stab bekommen in dem Dungeon. Einen wirklich geilen Stab, also das ist keine Untertreibung. Der wahrscheinlich geilste Stab, den wir bisher bekommen haben. Du musst dich mit 2 kloppen, ne? Hm. War den Versuch wert. Ich glaube, für dich sind die beschissensten Gegner, die du haben kannst. Ich glaube, die Teleportschriftrolle wäre besser gewesen. Aber ab dem Punkt ist es ja nicht mehr meine Entscheidung.
Ach ja, du hast dreimal Alkohol. Du hast keine negativen Effekte. Er hat halt einfach einen Heiltrank, der ihn voll heilt. Ich werde da, ich gebe erstmal kurz meine Waffe. Das Pulverfass brauchen wir, um das Teil hochzujagen. Ja, das haben wir ja beim letzten Mal auf Krampf noch bekommen, Pulverfass. Nachdem jemand das Pulverfass im Kampf benutzt hat. Es werden keine Namen genannt. Ich bereue es nicht, es hätte auch schief gehen können, wenn ich jetzt nicht perfekt getroffen hätte. Ich meinte beim letzten Mal. Die greifen magisch an, das ist ja scheiße. Ich glaube, du möchtest den Alk trinken. Und ich glaube, dass der Kampf eine schlechte Idee war. Ja, das glaube ich auch. Ich sag ja, ich wäre für die Teleportschriftrolle gewesen. Ich hab's begriffen, ja. Ich glaube, jeder von uns glaubt, dass das eine dumme Idee war, den Kampf anzufangen. Ja, vor allen Dingen, er kann sich halt null wehren. Ja, er wartet, er zögert gerade seinen garantierten Tod einfach nur hinaus. Wenn die, einmal fehlschlagen würde mit dem Binden, dann wäre das ja vielleicht noch mal. Du kannst eine andere Waffe wechseln und kurieren machen. Den Hammer habe ich verkauft, weil wir für dich eine bessere Waffe gefunden haben. Am besten du haust dann direkt ab und nutzt die Teleportschriftrolle. Falls du überhaupt abhauen kann. Muss er ja! Den Kampf zu versuchen ist sinnfrei. Ja, aber man kann nicht immer abhauen. Guck, fliehen ist keine Option. Weil du hast nur, du kannst das nur in der hintersten Reihe. Also wir merken uns nicht alleine gegen Druiden an in Kämpfen, außer du hast eine Fernkampfwaffe. Also ich könnte es machen. Jo. Weil ich hab guten Kaboom. Also Teleportschriftrolle. Und dann dort am besten direkt das Pulverfass. Das braucht ja ein paar Runden hochzugehen. Ja, oder das Minecart fährt direkt rein. Ja, dann wird's ja hochgejagt. Im Übrigen, ja, warte, Kai eben kurz zeigen. Wir haben übrigens einen speziellen Gegner gesehen. Der hat 100 Widerstand und Rüstung, aber nur ein HP. Das ist der Aalglatte. Den kann ich mit meinem Hammer eins überziehen über die Rübe. Wenn der sich jetzt nicht verpisst, kann ich ihm eine überziehen. Ich habe auch ich habe auch eine Waffe, die durch Rüstung geht. No, hast du nicht. Das hast du nicht gemacht. Na, ich wüsste gerade eh nicht, was ich groß hier machen soll. Der wird sich eh verziehen. Okay, tut er nicht. Aber der zieht doch die anderen damit, oder nicht? Möglich. Nein. Sieht nicht so aus. Hier. Das Eishappen, das geht halt durch. Das ist übrigens der Stab, den ich meinte. Hat einfach alle Explosionen und die haben alle den gleichen Schadenswert. Und haben einfach unterschiedliche Effekte. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist es halt genau das gleiche. So, bist du alleine? Nee, kriegst den Magier noch mit. Ja, aber ich muss es versuchen. Den Allglatten kannst du one-shotten, also der ist das kleinere Übel. Also eigentlich kämpfst du nur gegen einen Gegner. Ja, vor allen Dingen, der kämpft ja sowieso nicht wirklich. Nee, der haut ja nur ab. Du willst ihn unbedingt tot haben. Ja, wir wollen ja wissen, was der droppt. Ich habe nur ein Problem gegen den Magier. Naja. Wobei du kannst halt das
deinen Zauberstab weiter nutzen, um den Schaden zu fügen mit Eissäcken. Vor allem geht er gleich erstmal drauf, wenn er noch so einen Hit abkriegt. Ja, Heilung solltest du einmal reinwerfen, wenn du hast. Nein, habe ich nicht. Dann müssen wir dich gleich vom Boden abkratzen. Aber das ist eine Option. Boah, Junge, der Typ gönnt sich hier gerade alles. Muss ich ja! Du solltest das obere machen. Wenn ich selbst damit keinen Schaden mache, was erwartest du? Das obere ignoriert seinen Widerstand. Wenn ich perfekt habe! Aber er kriegt ja kein Perfekt. Hast du eigentlich gesehen, dass ich Schock auf mir drauf habe? So kann ich das ein bisschen umgehen. Ich weiß schon, warum ich mir das Ausweichen reingepfiffen habe. Wäre eine Option. Ich habe das jetzt nur reingepfiffen, damit ich Fokus bekomme. Das Ding ist, der ist halt auch immun gegen alle Elemente. Es ist eigentlich egal, womit ich ihn abfeuer. Er ist halt einfach immun gegen deinen Zauberstab, basically. Ja, weil er ihn selten benutzt. Nee, weil er die Rüstung zu dem Zauberstab benutzt. Ja, die darf er gerne. Er darf die gerne droppen. Tut er aber nicht. So, was hat der aalglatte Typ mir jetzt gebracht? Ich habe einen Intelligenzring, den lege ich auf jeden Fall schon mal an. Ein Skelettschlüssel. Eine Quest hat er uns gegeben anscheinend. Für irgendwas haben wir einen Schlüssel durch ihn bekommen. Vielleicht mussten wir den so oder so töten für eine Quest und deswegen war er lila. Weil da sind ja diese abgeschlossenen Orte. Dann gehört dazu. Wir müssen einen der Orte betreten. Das bedeutet wiederum, dass wir die Schlange auch einfangen müssen und töten müssen. Kai, ich glaube, dein Arsch wirkt dir gleich, der steht gleich unter Feuer. Ja, ich konnte nicht weglaufen. Au. Warum ist dein Bild jetzt zu Akaias Bild geworden? Weil Kai tot ist. Warum ist sein Bild zu deinem Bild geworden? Ah, oh, das. Ja, keine Ahnung, weil er tot ist. Aber jetzt muss da noch einer runtergehen, um da eine Bombe zu platzieren. Hä? Naja, weil die Bombe... Es ist übrigens Honey dran, ne? Oder? Nee, ich. Nee, Akaya ist dran. Kai ist gestorben und deswegen bin ich dran gewesen. Hä? Hinterfrag's nicht weiter, ich weiß es auch nicht. Ich habe so viele Fragen gerade. Wäre es nicht besser, wenn du nach unten gewandert wärst? Nach unten konnte ich nicht, da war der hier im Weg. Naja, ich kann gerade eh nichts machen. Aber ist der Wagen jetzt kaputt, weil der müsste doch eigentlich reingerast sein? Nein, ja. Die Bombe ist explodiert, bevor der Wagen reingerast ist. Hm? Ich wiederhole, ich habe Fragen. Vor allem, es hätte nicht mehr was genutzt, wenn der Kai nach unten gegangen ist, weil die Lore oben lang fährt. Das war's mit der Erfahrung. Darf ich es nochmal versuchen? Warte, es gibt noch eine Möglichkeit. Medizin hat den Zug nicht aufgebraucht, ne? Aber er hat kein Geld. Gleich hat er Geld. Fernglas brauchen wir sowieso nicht mehr.
Was soll Sunny jetzt machen? Da oben ist noch so ein Teil. Ich denke nicht, dass du rechtzeitig dahin kommst. Deswegen naja, Teleport hier hoch. Zumindest werde ich nicht lebendig dorthin kommen. So, es steht doch nichts im Weg. Ja, aber wenn ich da eine Bombe hinplatzieren würde und nicht rauskomme, dann töte mich die Bombe. Die hat keine mich auch gewonnen-shottet. Also man muss sich auf jeden Fall danach noch bewegen können, ist das Problem. Kannst ja Kai belieben gehen. So, bin wieder da, was habe ich verpasst? Kai ist in die Luft geflogen. Meine Bombe hat mich getötet. Er wurde von der Bombe auch mal kurz gewonnen-shottet. Okay. Irgendwie 89 Damage oder so genommen. Wir hatten, Kai hat die Bombe da mitten auf den Weg gelegt, nachdem er es endlich geschafft hatte, den Kampf zu entkommen. Und kam nicht mehr raus. Na super. Und ich komme gerade noch nicht zu Kai hin. Du stehst aber da oben bereit, dass du die Bombe dem Teil jetzt in den Weg legen kannst. Du bist in der Hinsicht auch die einzige Hoffnung gerade. Ich darf's nochmal versuchen. Was meint ihr, ob ich diesmal Glück? Jetzt ist kein Grabstein. 43% Schockzeit. Ob man sein Level auch dadurch reduzieren kann? Das werden wir jetzt testen. Nein! Ich kann zumindest nicht runtergehen mit dem Level. Also kann ich jetzt ruhig ein paar Mal versuchen. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Also dann solltest das auch du probieren, weil, naja, ich und Kai haben einiges zu verlieren. Sunny, leg es so gut du kannst in den Weg und verpiss dich da. Nimm am besten die Kreuzung dafür. Ich würde die Kreuzung nehmen. Ach, und da die Bombe hinlegen und dann so schnell wie möglich weg, bevor dir auch der Arsch hochgeht. Ja, du bist sonst ziemlich tot. Das Ding müsste ja jetzt da reinrasen. Muss ich noch weiter weg oder reicht das? Du darfst nur nicht drumherum. Darfst nur nicht drumherum stehen. Das reicht. Ja. Gut. Kai hatte das Problem, dass er nicht weg konnte. Er stand halt in der Bombe direkt noch drin. Wir könnten ein Leben damit sparen, eventuell. Wie, wo, was? Ich weiß halt nicht, ob das ein Leben abzieht, wenn du dafür EP abgibst. Kann es dir nicht sagen, wir können das jetzt einfach mal testen. Ich glaube, das wird auch Leben abziehen. Wollen wir testen oder wollen wir Akaya dich wieder beleben lassen? Testen, würde ich sagen. Und testen das jetzt einfach mal. Ja, trotzdem Leben gezogen. Und einiges an EXP noch dazu. Also alle Gewürze des Gelehrten kriegt jetzt erstmal unser Säufer. Der säuft doch aber schon den ganzen Alk weg. Jetzt will er auch noch das Kraut rauchen, oder was? Weil wir ihn etwa noch mehr abhängig machen, oder wie? Endlich bin ich der Einzige, der bestraft wird! Musste ja passieren, dass die genau das ist mir auch passiert! Und da geht er nochmal wieder drauf. Nee, er hat bessere Chancen. Naja, wenn der zweite uns bekommt. Vielleicht willst du erst den Gottesbart fressen. Ich meine ja nur. Ja, also ohne den wäre er nämlich wieder gestorben. Auch wenn ich nicht glaube, dass seine Chancen überhaupt gut stehen gegen den. Doch, der greift ja physisch an und Kai ist ja auf physische Abwehr. Aber er sollte eventuell auch den Schockknüppel wechseln. Ich hatte noch keine Chance, ihm die Waffe zu geben. Ich habe gerade was anderes verstanden. Will ich wissen, was du verstanden hast? Nein, willst du nicht. Ich kann es dir über WhatsApp schreiben, was ich verstanden habe. Ach so, es ist etwas, das ich zensieren müsste, okay. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wofür. Kai hat hier wesentlich bessere Chancen als ich, weil er hat die physische Abwehr. Und die greifen physisch an die toten Viecher. Kai müsste sich aber auch mal kurieren.
Also zensieren wahrscheinlich nicht, ist aber was, was vielleicht nicht unbedingt jeder versteht. Ja, nein, vielleicht. Zwei Rüstung gegen zwei, drei Widerstand. Plus zwei Stärke. Ja, Stärke ist für ihn irrelevant. Er hat eh keine Stärke als Säufer. Aber auch magische Abwehr, die war noch nicht so hoch. Was für ein Laden ist das da links? Und dann laufe ich mit meiner Zauberhändler, also nur für mich interessant. Ich laufe hier mit null magischen Widerstand an drei physischer Verteidigung rum. Ach geh. Nee, den mach ich nicht. Den Vogel mag ich nicht, der ist kacke. Kai will sterben. Nee, das ist der Schockvogel, der ist alleine wirklich kacke. Ich weiß, aber trotzdem, Kai will sterben, der spawnt überall Gegner. Oh, da ist eine geheimnisvolle Mitmachsache und du kannst sogar hin. Wie, wo, was? Das ist ein Fragezeichen und du kannst da hin. Ah, dort. Im Übrigen, noch ein uraltes Relikt, da wir noch eine XP verlieren. Du darfst sogar investieren. Schastro oder Gegenstand? Ich krieg natürlich genau die 7%, Junge. Das ist so typisch, ey. Das ist so typisch, Junge. Ach ja, im Übrigen, Sunny, ich hab den aalglatten Typen einmal fertig gemacht und der hat so einen Schlüssel gedroppt. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir die halt für die Quests, um weiterzukommen, die Viecher. So, ich hab ja eh kaum Erfahrung, ich kann das Ding weiter missbrauchen. Irgendwann habe ich Glück. Ja. Ich habe einen Schlossschlüssel. Einer vergessenen Festung. Das Eisen durch die Tore einer vergessenen Festung. Aha. Schloss Walker. Schloss Walker. Wollen wir? Wenn der, wenn der Unterwelt ist, dann hat einen ziemlichen Abschied vor sich. Also wir haben hin? Halt kein. Das ist definitiv ein Dungeon. Oder? Das ist ein. Ja, das ist ein Dungeon. Aber es wäre gut, Sunny, willst du eventuell vorher da Gottesbärte kaufen? Obwohl, du hast kein Geld. Ich würde denn erstmal wissen, welches von den Dingern gleich den Hafen erreicht, wo es hin muss. Das Ding hast du gerade zerstört. Nein, guck mal oben auf die Leiste. Ja, ja, den können wir nicht mehr aufhalten. Wahrscheinlich hier oben, bei Kronberg. Sonst hätten wir das Ding ja gesehen. Du wärst. Das, was jetzt da auf dem Weg ist, ist das zweite, was irgendwann gespawnt ist. Ja, und das haben wir halt nicht. Wir müssen in 4 Runden noch machen, ne? Das heißt, am besten würden wir erstmal da runtergehen. Ja, egal wo es ist, wir können es wahrscheinlich eh nicht mehr aufhalten. Der einzige, der noch eine Bombe hat, ist Akaya und der steht hier hinten. Ja, und ja, wir wissen nicht, wir sehen ja nicht mal, wo es ist. Richtig. Die Bombe werden wir nicht aufhalten können. Beziehungsweise Bomben. Die Lieferung. Dann schreitet das Chaos um einen voran, einfach nur. Na, dann wird der hier direkt dabei sein. Ja, Lucky. Ja, dann rennen wir in den Dungeon, bevor Lucky da ist. Besser ist. Ey, auf zum Flumsklo. Vielleicht findest du ja irgendwas Nützliches auf dem Klo. Gift, 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 Gift! Ja! Oh, ich hätte ein witziger, wenn ein Kampf gewesen wäre, auf dem Plumpsklo gekämpft. Oh. Scheiße. Ich habe bekommen, was ich wollte, und jetzt kann ich rüberkommen zu dem Typen, der meine Schuhe hat. Aber ich habe die Heilung bekommen, die ich versuchen wollte zu bekommen. Da oben, offenbar. Sunny war das. Verflucht! Sieht aus, als hätten wir eine Lore durchgelassen. Ey, die wurde auch die ganze Zeit nicht angezeigt, wo die ist. Natürlich haben wir die durchgelassen. Was wir nicht sehen, können wir auch nicht mitnehmen. Darfst mir gleich erstmal den Gottesbad geben, bevor du den Kampf anzettelst. Was wir nicht sehen, existiert nicht. Shining hat auch keine Schuhe. Aber ich habe nicht mal Verteidigung. Kannst gucken, ob du damit was anfangen kannst. Ich hab zwei Schlüssel. Ein Schlossschlüssel und ein Skelettschlüssel. Für den einen habe ich Erfahrung geopfert. Schlossschlüssel wissen wir ja, wo der hingehört.
Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich auch der, der reingehen muss, weil ich halt ja den Schlüssel habe. Du wolltest mir den Gottespart geben. Ich habe nur mal so geguckt, weil die kann ich, glaube ich, nicht so gut. Ich meine, die kann ich benutzen, das ist okay. Aber nicht so gut, ich bräuchte dafür, ich bräuchte eher eine Kraftwaffe, nicht eine... In einer Hinsicht kannst du sie trotzdem nutzen, du kannst den Angriff einmal erhöhen für die, von der Gruppe. Ja, das stimmt. Ich nehme die Keule auch gerne. Mit dem Vitalitätsstat funktioniert die gut bei mir. Ja, dann gebe ich dir die gleich, dann gebe ich dir die gleich rüber. So, kannst du mal kurz Umschalttaste machen? Den sollten wir eigentlich down bekommen. Das sind nämlich zwei. Das sind drei. Ah ne, zwei. Zwei. Das sind zwei, aber zwei. Sollten wir eigentlich down bekommen. Ist kein Mar. Sunny kümmert sich um die Marke und ich um den Soldaten. Sunny macht aber nicht so viel. Oder du investierst in den Hinterhalt einfach. Ist, glaube ich, sicherer. Ich hätte gelacht, wenn da jetzt die 11% gewesen wäre. Ich auch. Das wäre so ein, das wäre wieder so ein Moment wie meine 7%. Wir gehen durch. Ah, verdammt. Ich meine, hey, nicht jeder bekommt was Seltenes. Ich habe 7% bekommen. Also ich bin mit dem Stab, den ich gerade eben geschenkt bekommen. Wie oft willst du angreifen? Ja. Oft genug. Also mit meinem Stab bin ich zufrieden. Ja, der hat wenigstens, der hat dieser Ungerechtigkeit entgegengewirkt. Mann, Sunny, alles muss ich immer machen. Der hat 10 Minuten Verteidigung. Ich kann gegen den nicht allzu viel ausrichten. Deine Waffe ignoriert Verteidigung. Und trotzdem hast du keinen Damage gemacht. Wenn perfekt ist, wenn perfekt ist. Hat er ja nicht einmal perfekt gehabt? Hatte ich. Ja, aber er hatte dann auch irgendeine Fähigkeit aktiviert. Ja, der hat standhaft, deswegen konnte ich ihn nicht hitten. Alles muss ich machen. Du verteidigst mich einfach, machst deine Verteidigung hoch und ich hau ihn kaputt. Alles klar. Dann machen wir das so. Ist halt das schon. Mann, nicht mal das kriegst du hin. Das kannst du eigentlich nicht. Alles muss ich machen. Ich meine hinter einem Typen mit Schild sitzen und jetzt kannst du auch draufhauen. Das kann auch jeder. Ehre genommen. Ist nicht wieder schon Epi-Regeneration. Da gibt's sogar eine. Ich hab noch nicht mal eine Rüstung für Oberteil und Shining auch nicht. Ich rüste sie mal so aus und sobald wir im Dungeon sind, gebe ich sie rüber. Stärke bin ich auf jeden Fall. Ja, ich gebe sie rüber, sobald wir im Dungeon sind. Und ich hoffe, aber so habe ich wenigstens ein bisschen Abwehr. Ja, Stärke habe ich auch, also so ist nicht. Die nächste Lore fährt, glaube ich, gerade los. Solange sie nicht im Hals war. Okay, bevor wir reingehen, falls das wirklich mit Gruppe reinziehen ist, sollte ich dem nochmal was in den Weg legen, bevor wir da reingehen. Ja, eine bestimmte Zeit, bis die auslösen, ne? Talent, das hat keiner von uns. Wir haben aber auch keinen Fokus, um das irgendwie besser zu machen. Kommst du wenigstens mit, Sunny? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe ihn mitgezogen. Ein Geist, der gegen alles immun ist. Ja, der Wächter dieser Kiste, der trifft doch eh nicht. Die Jungs machen beide denselben Damage. Ich wusste bis bevor du angegriffen hast. Der Geist macht aber. Der aber Geist trifft aber auch nicht. Ey, ist es ist scheißegal, welche Explosion ich nehme. Ja. Du triffst auch nicht. Hallo, ich hab drei getroffen. Hallo, der ist ausgewichen, was kannst du eigentlich? Dein Schwert macht immer noch den meisten Schaden. Oh, da will mich einer beschützen. Ich muss an dir, glaube ich, dran stehen. Damit wir beide geboostet werden. Das ist halt wie bei meiner Gruppenheilung. Alles drumherum. Es ist immer Radius. Komm mal rüber hier. Was hatte der Geist da gerade vor? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht mit, glaube ich, auch nicht wissen. Kannst du mal aufhören? Das könnt ihr alle. Lass dich treffen! Shining. Oh. Ach, deswegen treffen wir nicht. Was meinst du, warum ich die andere Waffe ausgerüstet hab? Oh. Ja, viel Glück, also, ne? Du machst das.
Bei mir wird es ein bisschen dauern, bis ich treffe, aber wenn ich treffe, ist er tot. Naja, zumindest solange der Damage erhöht ist. Niedlich. Weil der Geist trifft auch nicht besser. Ich brauche keinen Zauber auswählen. Der ist eh gegen alles immun. So, dreschen, rein da. Bam. Der erste Treffer tötet ihn. Aua. Er macht Damage. So, kommt jetzt bitte durch, danke. Nee. Zap ihn. Zap ihn. Hättest du nicht wenigstens was toppen können? Nee. Leider nicht. Das hätte. Aber wird da die Gruppe mitgezogen, wenn man da reingeht? Ja. Das ist hier nicht möglich, ich hab den Schlüssel. Da muss ich auch noch hin, ich hab ein Ticket. Ich hätte ja gesagt, gib's rüber, aber du hast alles schon abgegeben. Naja, ich würde eh dann einmal der Lore nochmal eine Bombe in den Weg legen. Du bist auch der einzige von uns, der eine Bombe hat, also mach. Du hast kein Ticket. Ja. Ja, nee, ich weiß, aber ich wollte jetzt ja immer kurz ein bisschen erkunden. Geh erstmal in den Jahrmarkt. Ich musste es aufmachen, damit du auch rein kannst. Okay. So funktioniert das offenbar. Das können wir da offenbar auch machen. Ja, kannst da links ja erkunden, wenn du willst. Mach ich auch. Also jetzt kannst du auch jederzeit in den Dungeon da rein. Ging halt nur darum, dass es schon mal offen ist. Also eine Runde müssen wir noch. Also ich gehe jetzt sowieso erstmal zum Jahrmarkt und versuche mein Glück. Und Sunny kommt sowieso nicht aus der Ecke raus. Viel Spaß dort. Schwierig, ist es eingesperrt zu sein. So, ein Jahrmarktsticket. Der Tunnel der Liebe, Gruselkabinett. Todesrat würde ich sagen, obwohl Gruppentod. Gruppentod, 4% Gruppentod. Ja, Gruppentod. Ich darf bei keinem von denen investieren, ist auch das Ding, ne? Nee, das ist pure Luck. Bei dem Hinteren ist allerdings auch echt nicht so gering, dass wir einen HP dazu kriegen wieder. Ja, genau deswegen bestehe ich ja gerade dort drauf. Ist aber halt auch eine sehr hohe Chance, also eine relativ hohe Chance, dass wir dabei drauf gehen. Gruselkabinett, zeig mal Gruselkabinett. Gruselkabinett ist halt eine Schatztruhe und ein Eintritt in Dungeon. Da würde ich euch alle mitziehen, deswegen lasse ich das ja gerade. Der Tunnel der Liebe? Keiner. Das gibt wahrscheinlich wieder Companions, ne? Schätze ich mal. Das oder das? Ja, ich würde tatsächlich eher auch auf das Todesrad gamblen, auch wenn die Chance nicht gut ist. Entweder ist es komplett mit uns vorbei oder wir haben mehr HP. Das ist halt die beste Möglichkeit, die wir haben, weil wir könnten da auch ein Leben dazu kriegen. Nimm das Todesrad. Oh! Das doch. Ob wir bei dem obersten 2 bekommen hätten? Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass wir 1 bekommen haben. We will never know. Ja, Sunny, wir sind so schön in deiner stillen Ecke. kannst du eigentlich direkt Zug beenden machen. Ich würde noch weiter eingesperrt. Er muss kämpfen. Gegen die Peter muss er sich noch verteidigen. Aber wenn wechselst du auf das Schwert. Oh Junge, das war's mit dir, Sunny. Der hat so hohen. Gut, dass ich gerade ein zusätzliches Leben geholt habe. Gift wird dir nichts bringen. Wieder wegwerfen kann. Gift bringt dir safe nichts. Nee, das Ding ist immun gegen Gift, wie man sieht. Das ist eine Schlange, es ist natürlich, dass sie dagegen immun ist. Nee, muss nicht sein. Oh, wow. Sunny, wie ist es so in deiner stillen Ecke? Ich habe gehört, da ist es schön mit den ganzen Pythons. Sagen wir es mal so, also nur weil ein Lebewesen giftig ist, muss es nicht gegen andere Gifte immun sein. Nee, aber in den Spielen ist das meistens so. Geh lieber auf den Angriff, das Vieh muss schnell drauf gehen. Es hat mit seinem Arsch abgewehrt. Mit seinem Arsch. Ich bin so froh, dass ich Immunität gegen verfangen habe.
Das hätte dich jetzt noch übel auseinandergenommen, wenn du nicht mal mehr angreifen kannst dabei. Ich weiß nicht, woher ich die Immunität habe, aber ich hab sie. Wahrscheinlich von den Schuhen. Oder von der Rüstung. Mensch, ey. Kann auch nichts dafür. Zum Glück blutet das Vieh. Es kommt drauf an, wer stirbt schneller, die Schlange an der Blutung oder du? Das ist die Frage. Die Schlange an der Blutung, so wie es ausschaut. Nee, die beißt jetzt einmal saftig zu. Du musst treffen, ne? Ich sag's dir. Die Schlange stirbt durch ihre Monatsblutung. Sunny hat ein schweres Leben jetzt. Das Schöne ist, die Heilung, die er hatte, hab ich im Inventar. Junge, drück Zug beenden, bevor du hier nochmal was triggerst. Die Immunitäten, die ich hatte, haben mir in diesem Kampf den Arsch gerettet. Sonst wärst du tot, in der Tat. Hätte ich genau diese beiden Immunitäten. Hättest du eine von beiden nicht gehabt, wärst du tot. Wer ist sowas von Jover? Und wegen dem Helm, den du von mir hast, heilst du dich auch wieder. Oh, fuck, Mann. Okay, ich habe 5 Schritte. Das reicht, um hinzugehen, um rauszukommen. Muss ja nicht hängen, das Ding fährt ja noch in die Richtung. Das musste einfach sein. Ich wollte es einfach direkt davor legen. Macht ja eh keinen Unterschied. Ich gehe ja so oder so jetzt in den Dungeon. Ich glaube, wir haben damit auch die Mission abgeschlossen. Es war 3 von diesen Wagen aufhalten und das haben wir definitiv geschafft. Soll ich irgendwie will ich Sunny eigentlich gerade da drüben lassen. Willst du ihn sterben sehen? Geh in das scheiß Schloss rein. Geh in das Kackschloss rein, bevor ich dir irgendwas in den... Sunny wird so sterben, Junge. Nein, er hat noch mal Glück. Es ist nicht instant ein Kampfraum. Ist egal, wer es öffnet. Ich wollte. Das ist eine Mimik. Geld für alle. Ich habe kurz Angst. Ein magischer Bogen. Wie gut, dass ich keine Wahrnehmung habe. Du hast die höchste Wahrnehmung. Was? Ja. Ich habe aber Stärke. Jetzt nicht mehr. Oh, ein Oberteil. Oder? Aber ich kriege ja noch eins von dir. Das ist besser für dich, wegen. Das hat Wahrnehmung drauf. Ich bin aber nicht Wahrnehmung, ich bin Stärke. Ich bin ich kann Wahrnehmung benutzen zumindest. Das andere, das kannst was du gucken, hast, Training ist Stärke. Das, was du hast, ist das, was ich haben sollte. Ja, das wollte ich ja auch gleich weitergeben, aber solange ich noch rumrenne und mir jetzt vielleicht irgendeinen Arsch noch ins Gesicht springt, wollte ich wenigstens eine Rüstung anhaben. Da hast du doch jetzt eine Rüstung, die du dir nehmen kannst. Ich meine, sonst braucht ja eigentlich nicht so wirklich jemand, glaube ich, gerade. Ein Helm mit magischem Schaden. Kann ich verkaufen. Hast du überhaupt schon einen vernünftigen Helm? Erstmal braucht noch irgendwer ein zusätzliches Item. Tja, wenn Sunny nicht an der Front stehen würde, dann würde er eventuell. Der beschützt mich gerade. Geh mal auf den linken Guder, Kaya und ich machen die Gruppe. Okay. Wir haben beide Gruppenschlägerangriffe. Die Gruppe ist so over. Es ist egal, was ich mache. Er hat Immunität gegen Blutung und das andere geht nicht, weil er keine Verteidigung hat. Ich kann dich keine Verteidigung zuschauen, die er nicht besitzt. Ich habe, wenn ich es richtig gesehen habe, mein Schaden ist sogar höher als der von deiner Kanone. Vom Base-Schaden her, ja. Aber ich habe auch einiges, was mein Angriffsschaden generell erhöht nochmal. Hat die Fledermaus noch bewegt. Ja, jetzt kann er ja den Ghoul mitnehmen, statt den anderen. Du triffst auf jeden Fall 3. Dann nimm entweder ich mit einem Crit kann ich die Fledermaus töten, aber ich glaube nicht, dass ich definitiv kritte. Du kannst die Fledermaus sowieso nicht anvisieren. Ja, weil die hinter dem Knochenkämpfer steht. Du musst so oder so den Knochenkämpfer anvisieren. Fräs. Mann, was kannst du? Hast genau das falsche Vieh verfehlt. Au. Sunny, warum... ich wollte gerade... rüste den Bogen aus und stell dich hinter Kai.
Ja, mache ich gleich, sobald ich dran bin, ich weiß. Sunny ist halt ziemlich tot, wenn er weiter an der Front bleibt. Ich glaube, Schock ist gerade das Beste, das kann Sunny den Arsch retten. Ja, eventuell. Never mind! Kai hat auch die Macht, Sunny eventuell zu retten gerade. Nee, hat er nicht. Ja, stell dich hinter Kai, so oder so, du bist sonst am Arsch. Er kann aber nicht Waffe wechseln. Er kann aber unsere Rüstung... Doch, der hat eine zusätzliche Aktion, wo auch immer er sie her hat. Ja, das frage ich mich. Mit Magiefallschirm tust du alle. Das ist ein Flächenangriff. Und der macht dann allen gleich viel Damage. Der hat die 2-Sekunde-Aktion über den Trade-In gekauft. Genau. Daneben! Mir fällt jetzt auf, ich habe einen Herzchenstab. Das ist mir schon vorher aufgefallen. Das fällt dir jetzt auf? Ja. Ja, in der Tat. Kaboom! Du weißt doch, dass ich eine lange Leitung habe. Die muss aber sehr lange sein. Die muss sehr lang sein. Guck, der hat auch eine lange Leitung. Hat eine Standleitung sein. So, was möchtest du gerne haben? Schock, Feuer, Eis oder Wasser? Feuer. Ich mag den Stab, den ich bekommen habe. Der ist richtig geil. Der ist ja auch echt cool. Ich würde eine geile Kanone bevorzugen, wenn ich eine bekommen würde. Wieso kriegst du eigentlich die ganze Zeit die geilen Waffen, Shining? Ich weiß nicht, das Spiel mag mich. Aber das aber der ist nur für einen Gegner gut. Ich habe ja auch auf dem Stab die Eisexplosion. Dann gib den Kai. Kai kann den auch benutzen. Ja komm, dann hast du auch eine magische Waffe. Wer braucht physischen? Ich. Ja, wegen der Kanone. Das nehme ich. Oh, was ist das? Gruppenausweichen, Gruppenrüstung, Gruppenwiderstand, das wäre gut. Haben wir einen Helm? Ja, wir haben alle einen Helm. Das ist kein vernünftiger Helm für mich. Willst du statt der 5 Regeneration haben? Gruppenrüstung, Gruppenwiderstand und Gruppenausweichen. Ja, komm, ich nehm den. Ich nehm den. Ja, dann kann ich auch ausweichen. Die 5 LP sind halt echt nicht so wichtig. Aber ich muss sagen, ein Holzfäller mit einer Kanone ist schon echt lustig. Was kannst du eigentlich, Kai? Wieso könnt ihr alle nicht treffen? Ey, du hast ihn in das Loch geschossen! Sunny, du hast ihn in das Loch reingeschossen! Sunny hat Hole in One gemacht. Entschuldigung, ich bin zu blau, um zu treffen. Ich weiß. Das ist geil. Okay. Er kann nochmal die Gruppe Angriff erhöhen. Ist sogar besser als seine Blitzkeule. Mehr her damit. Trifft sogar besser. Dann kannst du meinen Angriff erhöhen, Kai. Und ich mach den Damage. Er kann auch meinen erhöhen. Gefunden. Ja, aber ich mach mehr Damage. Das geht mir herzlich der Marsch vorbei. So, wer von ihnen ist der Boss, der mit dem Bart wahrscheinlich? Ja. Grimshaw. Wer will? Wer wagt es hier reinzudringen? Du kannst auch linke Maustaste drücken. Seit fast 2 Jahrzehnten hat dieses Schloss niemand mehr betreten. Und jetzt gehört es mir. Selbst Lord Vakair höchstpersönlich wäre nicht so dreist. Der gehört euch, das ist Magier. Hat euch dieser Schwachkopf, Boogie, das Gerippe, meinen Aufenthaltsort verraten? Wie dumm kann mein Bruder überhaupt sein? Pah, egal. Keiner weiß, dass ihr hier seid. Und ich habe nicht vor, euch diese Begegnung überleben zu lassen. Hey. Erstens, das wissen einige Leute, dass wir hier sind. Zweitens, wir sind nicht hinter ihm her, sondern nur hinter dem... Du kannst 4 Leute auf einmal treffen. Ich hätte überlegt, weil ihr könnt genauso gut hitten. Ja, aber du kannst nimm doch trotzdem den Magiefallsturm, du triffst 4 Leute gleichzeitig. Das nimmt uns so viel mehr Arbeit ab. Ich bin sehr scheiße, merke ich gerade. Kai, ich liebe dich, dass du mich die Runde beschützen willst, ne? Aber ich glaube, der Lulatsch ganz links braucht es mehr.
wenn Kai mir einen Damage-Buff gibt, kann ich eventuell einen der Scharlatane platt machen. Wenn du ihn ganz höflich bittest, macht das vielleicht. Gib mir Damage-Buff! Das ist nicht höflich. Hast du Schockimmunität? Nein. Dann versuche ich dir erstmal Schock mit zu verpassen. Aber natürlich der Gruppe da. Abgelehnt. Nope. Ja, ich werde den halt kaum Schaden drücken, egal welchen Stab ich nehme. Ich bin jetzt gerade in dieser Runde tatsächlich basic heal useless. Kaboom. Ich will nicht. Was macht Frost? Plus 25% macht Schaden. Nein! Au! Aua. Das wird wehtun, oh, wenn nein. Ich jetzt Damage fresse. Get aim! Ich kann euch die Seite schützen. Schon mal nach links bewegen, dass du gleich vor Sunny stehst. Der andere wird sich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Du kannst von der ganzen Gruppe gerade entweder Waffenangriffe. Ja, den Angriff kannst du von euch dreien erhöhen. Wenn du auf Akalia ziehst. Ja. Kannst. Kein Kommentar. Okay, der Scharlatan dürfte. Okay, der Tank überlebt. Ja, gut, ist Magie, ist halt eine Magiewaffe, ne? Was macht der? Ich weiß es nicht, das gefällt mir nicht. Rüstung erhöht, auch nö. Oh nee, Junge. Das ist doch nicht schon beschissen genug, ist, die wegzukriegen. Ihr geht mir ja, sowas von auf den Sack. Dich juckt das nicht, dass der die Rüstung hat. Du greifst magisch an. Das juckt nur mich. Ich mach den generell kaum Schaden. Und Kai. Und Kai. Kai macht das auch. Kai juckt das auch. Selbst in Grimshaw mache ich maximal 8 Schaden. Stirb! Okay, ich übernehme die Grablots, übernimmt ihr den Grimshaw. Ich kann den nicht übernehmen. Dieser Grimshaw hat mehr Verteidigung. Ja, das geht ja gleich wieder runter. Ey, die Grablots cleaven, das ist nicht cool. Die können nicht mal treffen. Sunny braucht deine Hilfe. Er wird sonst sterben. Versuche eventuell sonst entweder. Wobei, die können nicht betäubt werden. Nee, die sind alle immun dagegen. Auf Sunny eventuell. Ja, kannst ja wie gesagt dann alle drei den Angriff erhöhen. Das hat auf jeden Fall Sinn, erstmal den Angriff zu erhöhen. Sicher ist sicher, ne? Richtig. Ich hoffe, dass der Buff von dem Grimshaw gleich weg ist, ey. Ansonsten mache ich kaum Damage an dem. Stimmt ja, Sunny kann sich mit mir um die Grablots gerade kümmern. Ja, ich habe gerade eine magische Waffe, deswegen. Du musst aber, ne, dann na. Obwohl, du musst hinter Kai bleiben. Du hast ja, sonst seine echt. Rüstung ist weg. Einen Moment, ich habe gerade eben einen starken Eisstab bekommen. Ach nee, den hat Kai bekommen. In der Kai, ja. Nee, kann. Einfach Grablord angreifen. Ich steck dich im Brand. Ich hab nichts oder gesagt. Nicht. Für mich ist der Grimshaw halt ein übelstes Problem. Akalia kann beide angreifen. Ja, aber da mit dem Damage gehe ich auf Grimshaw. Mit dem Damage gehe ich nur auf ihn. Verständlich. Pritzk, mal eben den Dritte vom Leben weggeballert. Au! Autsch! Ja, also der Grablord sollte weg. Das macht ihr gleich zu zweit. Sunny, hilf mir mal. Bin dran. Oder auch ich nicht. Sagte, hilf mir! Gut, dass ich ihn geschockt habe. Mhm. Du kannst das schaffen. Der ist nicht immun gegen Feuer, glaube ich. Ist er auch nicht, nee, aber ich treffe es wahrscheinlich nicht mit allen vier.
Was hast du gesagt? Ja, der kriegt ihn noch. Was hast du gesagt? Du triffst nicht. Du hast den Crit von mir gesehen. Du hast es jetzt aber auch gejinkt. Und hier, 41 Damage. Ich hab aber auch gejinkt. Ah, verdammt. Ich rechne halt nicht damit, dass mir was Gutes widerfährt, Sunny. Ich rechne nicht damit. Ja, ihr macht das, ne? Ich mach dem keinen Schaden. Ich muss sagen, wir sind halbwegs unbeschadet hier durchgekommen. Halbwegs, ich bin hier gerade halb tot. Also der erste ja, von euch, der will, der darf dann gleich erstmal das Zelt setzen, ne? Wir sind alle halb tot. Mach den fertig. Also Shining, ich werde den nicht fertig machen. Halb tot ist. Du musst perfekt treffen. Wieso mach ich den fertig? Ich bin der Magier. Vor allem, warum triffst du zweimal perfekt hintereinander? Ich? Von euch? Unvorstellbar. Na gut, ihr habt es irgendwie geschafft, euren Wert zu beweisen. Oh, dann schließe ich uns an! Ich werde also widerwillig begleiten. Dieses armselige alte Schloss hat seinen Reiz verloren. Vielleicht wird es ja ganz unterhaltsam, einem Haufen Außenseiter auf ihrem Weg zu begleiten. Wolltest du gerade armselige sagen? Oder irgendwas in der Art? Nee, ich wollte einem Haufen Abenteurer sagen und dann ist mir aufgefallen, dass da was anderes stand. Der hat sich mir gerade angeschlossen, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, der hat sich mir angeschlossen. Ja. Alles schließt sich dir an. Ich will öffnen. Ja, weil ich in den Dungeon reingegangen bin. Ja, das teilen wir eh auf. Das ist ein zweites Immerwissen. Wer will ein Skelettschlüssel? Ich hab schon einen. Ich möchte auch mal einen. Das ist für Sunny. Ja. Theoretisch wäre das eher für uns beide, aber... Kai hat noch keine Rüstung? Es geht auf Intelligenz. Kai hat noch keine Rüstung, glaube ich. Ja, dann nehme ich den Fettlumpen, der ist für mich besser wegen der Intelligenz. Und dann gebe ich ihnen den Liebesumhang. Kai? Ja. Einverstanden? Warte mal kurz. Du kriegst vor allem Minusintelligenz durch die Lumpen. Also gut, ich habe mal kurz geguckt. Minus Glück kriege ich. Minus Glück. Nee, durch die anderen Lumpen. Dingens war das. Sunny. Ich hab Minusintelligenz. Die Ghoul-Lumpen sind keinesfalls was für mich. Nee, in der Tat. Ja, wie gesagt, ich würde den ich zieh den Lumpen an und... Haben wir gleich dasselbe Ding zweimal bekommen? Ja. Ja. Dann ziehen wir das an, ich arbeite auch gerne mit der Intelligenz. Das nehme ich dann mal. Heilungsaucher. Ach, das ist auch wieder kurieren. Ja, nehme ich mal mit. Aber das könnte eventuell sogar Gruppenkurieren dann sein. Weil wegen Heilungsaura. Ich weiß, dass ich kein Zelt habe. Ich weiß, dass ich eins habe und ich bin als letztes dran. Und Sunny hat aber auch eins, glaube ich. Ja, wir könnten die Kobolde noch mitnehmen. Könnten wir. Wir könnten dann aber auch sterben. Wir könnten sie aber auch platt machen. Ich meine, es sind Kobolde, es sind keine Imps. Wir könnten auch den Troll da unten umbringen. Ja, als Vierertrupp könnten wir die fertig machen. Wir könnten das Kai darf da nicht mitmachen. Kai darf. Kai darf nicht. Ja, Kai darf nicht. Was? Egal zu wen von denen ich hin will, Kai dürfte nicht. Was? Okay, dann machen wir ohne Kai. Nein. Erstmal, da wo ich gerade stehe, bitte das Zelt hinsetzen, danke. Dann heilen wir uns jetzt erstmal alle hoch. Was von ihnen beiden ihr zuerst macht, ist Schnurzpiep, egal. Ich meditiere nicht. Ja, du brauchst ja auch nur ausruhen, du hast schon Hälfte Fokus. Aber wir wollen uns halt hochheilen. Keiner von uns hat... I don't believe. Du kannst vom Prinzip deinen Fokus investieren und danach nochmal ins Lager gehen. Meditiert hat er doch schon. Ja, aber er kann ja nochmal meditieren. Kann man zweimal meditieren? Ja. Du kannst alles machen. Mach doch keine, let's go, renn da. Rüstung, das ist nichts für mich. Kannst du auch eigentlich nehmen. Dann hältst du wenigstens mal was aus. Das will mir dir was mitteilen. So ganz dezent. Rüstung, dass du zu wenig Rüstung hast.
Das ist eine Kai-Rüstung. Das ist eine Kai-Rüstung. Ich kann mit Vitalität arbeiten. Ich habe eine Vitalitätswaffe. Nee, die hast du Kai gegeben. Das Spiel will Sunny mitteilen, er hat zu wenig Verteidigung. Stimmt, ich hatte die Kraftwaffe, ne? Oder? Du hast nur Kraftwaffe. Die Vitalitätswaffe habe ich Kai gegeben, genau. Nee. Talent hat sowieso keiner von uns. Talent ist irrelevant für uns alle. Ne, ich hätte gerne mal ein Charme-Talent. Hatten wir mindestens einmal schon. Beim nächsten Mal kann ja einer den Obdachlosen spielen. Den hab ich mich schon auserkoren. Ich will ja auch den Landstreicher spielen, den Obdachlosen, den Penner. Ich finde, der Kai hat das nicht ausgesucht. Dann guck ich, was ich. Dann guck ich. Kaufst du den gerade extra für mich, den Gottesbart, oder damit du ihn mitnimmst? Das mache ich, das denke ich mir nachher aus. Ob ich einen behalte, ob ich sie beide behalte, oder ob du welche kriegst. Ich habe ja beim letzten Mal, als wir hier gespielt hatten, schon gesagt, dass ich den Penner ausprobieren möchte. Kannst du ja auch ruhig machen. Weiß, was der gibt. Ja, obdachlos sein, wir haben da Mitleid mit dir eventuell. Ja, eventuell kriege ich denn reduzierte Preise. Oh Junge! Du hast was für mich gefunden. Immunitäten. Du hast entweder für mich oder Kai was gefunden. Ich meine, das ist halt schon ein geiler Helm, den ich habe, aber... Ja, bringt dir mehr. Die Immunitäten, vor allem das kann man dir halt deine Immunitäten wegnehmen und dagegen bist du dann geschützt. Ist besser als dein Helm des Banditenkönigs tatsächlich. Ja, ich glaube, den nehme ich. Sieht auch besser aus mit meinem Oberteil. Ey, da ist ein königlicher Soldat, der sich unter uns geschlichen hat. Angriff! Verwandelt sich gerade in einen königlichen. In den königlichen Hofmagier. Ohne Magie. Kanone. Wir haben einen Verräter unter uns. Naja, sagen wir es mal so, die Kanone ist meine Magie. Toll, ich hab gerade den Laden leer gekauft, weil ich dachte, ihr kriegt nichts mehr und dann kommt der Tor nochmal rum. Oh, noch eine Stadt. Ja, wenn ich schon eine Visionsschriftrolle habe, nutze ich sie auch. Es gibt viel zu viele Städte hier auf der Karte. Oh Junge, der Allglatte, hier. Ich will ihm den Hammer über die Rübe ziehen. Du brauchst ihn ja nur treffen. Den Versuch was wert. Bei einem Einzelnen kann man es ja immer versuchen. Ja, also der Vorteil an dem Hammer ist halt wirklich, ich muss nur treffen. Kai, wann hast du ein Kleid angezogen? Ich treffe. Was hat der für einen Bogen? Kriegen wir den Bogen gleich? Einen Bogen, der ziemlich gut wehtut. Hast schon die gute Keule angezogen? Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich ihm den Schock verpassen soll. Wäre eventuell gut. Dann vielleicht eher betäuben. Obwohl, betäuben und sekundäre Aktion, das klingt nicht so viel, oder? Die Blitzkeule kann ihm halt den Angriff wegnehmen. Kann er mir jetzt auf jeden Fall keine Statusteile mehr geben. Da steckt was in deiner Schulter übrigens. Ja, ich frag mich sowieso gerade, wieso der Pen lila ist. Das ist pink. Lila ist beides. Die Federn sind pink. Das ist wahrscheinlich eher so Richtung Magenta. Oh, jetzt kommt er mit den ganz professionellen Farben. Guck mal, jetzt sieht es schön aus. Jetzt hast du es schön gemütlich. Ich will wieder Filter einfallen. Jetzt hast du einen links und einen rechts. In den Knien fehlt noch ein Fall. Au! Du bist in einem Sumpf an Burn gestorben. Scheiß Bogenschütze, ey. Wir kämpfen ab sofort nicht mehr solo. Nope. Ich schon. Nein. Nein, du auch nicht. Wir haben jetzt nur noch ein extra Leben. Wir kämpfen nicht mehr solo. Wir spielen jetzt safe. Das ist nur eine Anaconda, die kriegt mich nicht tot. Das hat Kai über den Waldläufer auch gedacht. Kai auch gedacht. Kai macht kein Damage. Das wird schon. Wenn es nur eine ist. Naja, du bist ja nicht alleine.
Ja, selbst wenn ich alleine wäre, wäre es trotzdem nicht schwer. Schau, die beschissene Dulli, der weiß nicht, was er tut. Wunderbar, ne? Ich kann leider keinen Fokus einsetzen. Soll das eventuell die Waffe auch wechseln? Das ist eine magische Anaconda. Ich weiß sehr wohl, was ich tue. Warum ist die Anaconda Look. Magisch? Look. Hier, ich weiß, was ich tue. Bin froh, aua, das war Damage. Aua, mach die Damage. Wenn du jetzt Fliegen gedrückt hättest. Ich meine, er hätte mich nicht gestört, ich hätte die alleine platt gemacht. Du kannst in der nächsten Runde den Schild anlegen, ne? Das war der Plan. Das musst du mir nicht sagen, das habe ich mir schon gedacht. Wobei ich bezweifle, dass ich den noch brauche, bin ich ehrlich. Also geht ihr auf Akaya und vergiftet ihn. Wie gesagt, keine Alleingänge hier. Wait, wieso bin ich vergiftet? Ich hatte doch Immunität gegen Vergiftung. Oder hat sich die wieder weggetan? Ganz unten ist immer Schild. Das war, glaube ich, in deinem Helm mit inbegriffen. Das kann sein. Oh, magischer Schaden. Mal Handschuhe wieder für mich. Ja, ich gebe dir die gleich rüber. Wobei die mit Sunnys Bogen auch gut sind. Das ist wahr. Alter, der Run ist so cursed. Nein, das wird nichts bringen. Es macht Immunität, nicht Heilung. Ja. Ja, aber dann würde ich noch. Ja, aber vielleicht hätte es das ja auch entfernt, weil er dann halt gegen Gift immun wird. Nee. Ob der Morning Speer kann mittlerweile. Warte, wird, guck erstmal, was von beiden das ist. Was? Ist auch Spalten, okay, ja, der Morning Speer kann weg. Weil die Glaive ist ja nach vorne durchstoßend. Der Glaubschlag ist zwar ganz nett. Wenn ich das gerade gesehen habe, kann der Kriegsspeer beides. Der macht durchstoßend oder Glaive. Naja, dann kannst du die Glaive auch noch verkaufen, oder nicht? Muss noch mal gucken, aber ich meine, wenn ich das gerade Stechen zustoßen. Nein, Stechen ist einzelnes Ziel. Okay. Dann habe ich mich verlesen. Er kann aber weg. Jetzt. Kannst kein noch Alkohol mitbringen. Ich würde eher gucken, dass ich noch mal kurz meditiere. Das kostet alles Geld, aber wenn ich gleich da ankomme, gebe ich dir 29, zumindest für den Heiler. Ihr habt gesagt, ich darf nicht alleine in den Kampf gehen und das bin ich nicht. Das habt ihr jetzt davon. Geh erstmal Kai beleben. Wir machen kein Risiko Alleingänge mehr. Wollt ihr irgendwen den Liebesumhang haben? Ich glaube nicht, dass ich den habe. Also ich die wollte ich anlegen. Ja, ey, die sind auch einiges wert, wenn du sie verkaufen tust. Kannst du mir den Dieb immer mal rübergeben? Ich würde den einfach mit meiner aktuellen Rüstung vergleichen. Nee! Danke dir. Geht das heute noch hin? Ja, wenn mal jemand endlich die Finger von der Maus lässt. Ich hab die Finger nicht in der Maus. Grimoire des Schutzes behalte ich noch, weil ich kann damit ja auch hier ja so die darf mir alle drei geben. Kommt's gerade ja, so da an? Sieh mal an. Ein Dungeon. Ja, der Tag war das selber, da müssen wir nicht. Nur Level 3? Na gut, nachdem das Kai sich kann der Kai ja gleich triggern. Kai geht dich heilen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Kai geht da jetzt bloß mit rein, geht dich wieder heilen. Weiß ja nicht, du bist endlich hier. Und es ist genau rechtzeitig. Ich habe diese Seite der Insel durchkämpft und fast alle Strecken der Loren vollständig kartiert. Damit kannst du schnelle Entscheidungen treffen und dir einen strategischen Vorteil sichern. Ist doch eine Frau, oder?
Ja. Keine Ahnung, da steht auch wieder Anführer. Das muss ja nichts heißen. Kann eine Frau kein Anführer sein? Es wird hier nur nicht gegendert, das ist das Ding. Gutes Spiel. Ich habe ein paar Vorräte, die nicht ganz nützlich sein könnten. Die gibt uns wieder Bomben. Gern trenne ich mich zwar nicht davon, aber wenn es der Sache dienlich ist, such dir etwas aus und mach das Beste daraus. Psst, da kommt die königliche Wache. Denk an, du hast mich nie gesehen. Ja, such dir was aus, Kai. Zwei nutzlose Sachen oder Schuhe? Okay. Ich würde sagen, die Schuhe. Zur Not kann man sie auch verkaufen. Das sind seltene Schuhe, die sind auf jeden Fall was wert. Das war Kai, wegen Glotzenkopf. Ja. Dein Ziel ist folgendes: Königliche Mine. Der Ort bildet das Zentrum der Bergbauarbeiten. Begib dich dorthin und halte sämtliche Loren auf, die auf dem Weg unterkommen. Ja, dann gehen wir Minenklotzen. Ja, dann nee, ist halt nicht. Die Piraten benehmen sich, seit die Königin das Meer, den Meerling überlassen hat, noch seltsamer als sonst schon. Vielleicht haben sie ja sowas wie eine Identitätskrise, aber hey, falls du sie findest, könnten sie hilfreich sein. Muss ich mit Piraten zusammenschließen, oder was? Das kann doch nur in die Hose gehen. Versuche alle drei Widerstandsmitglieder in den Kapitel. Oh Junge, ist das viel Gold. Den Troll, den machen wir zu viert. Zu fünft. Ich würde sagen, eher die Kanone. Vor allem hat sie den Vorteil, wir müssen niemanden mehr kämpfen. Wir machen sowas von die Kanone. Ja, dann haben wir so viel Schaden raushauen. Ja, der braucht das. Das ist halt mehr als das Doppelte. Das ist gerade das Doppelte von dem Standard-Damage-Wert. Kannst du ihm ja gleich gehen, dann kann er sich die Kanone selber holen gehen. Ja. Aber erstmal heilen. Reicht auch gerade so fürs Gasthaus. Aber echt knapp. Ich will mal gucken, was die Schuhe bringen, wenn man sie denn verkaufen würde. Fünf. Die bringen nicht mal was. Das sind seltene Schuhe. Es sind aber gute Schuhe. Ja. Eine sekundäre Aktion mehr. Die können wir Sunny andrehen, dann hat er noch mehr Geschwindigkeit. Oder Akaya, weil das gibt. Die Säurebombe ist aber viel wert. Und nachladen. Naja, die Schuhe würden zumindest denn meine Kanone wieder ausgleichen. Das ist schon und, wahr, aber ich weiß. Oh ja, sekundäre Aktion, die brauche ich sowas von, Junge. Gib die Akaya, dann kann er sich, wenn er seine Kanone hat, auch bewegen. Richtig. Dann bin ich ja richtig OP. Naja, OP würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, doch, mit der Kanone. So, rein in den Dungeon da. Rein in den Dungeon. Mit der neuen? Also mit der neuen Kanone wird der Kerl schon einiges an Work machen, denke ich. Mit der neuen Kanone und den Schuhen werde ich richtig OP sein. Das Schöne ist, du ersparst mir und Sunny einen gewaltigen Laufweg. Ja. Du bist halt der Damage-Dealer, ne? Und jetzt kannst du mir jetzt gleich denn nach dem Kampf eventuell auch schon das Quest-Item geben, oder? Kann er? Nicht. Was ist Kai, Spaß? Warum beschützt du den das Skelett da? Warum beschützt du den und nicht mich? Was zur Hölle ist Riposte? Blocken. Oder ab, du wärst, glaube ich, einen Angriff ab. Ja. Du wärst einen physischen Angriff ab, so wie das aussieht. Du willst es einfach nur sehen, ne? Gut, gib mir Gas. Dafür gibt es den halben Schaden des nächsten erlittenen Angriffs. Reflektiert, heißt stark den besten wie zurück. Den halben. Okay, das klingt nicht verkehrt. Wenn du weißt, dass sie mehr Schaden als du machst, dann ist das wahrscheinlich die beste Option. Aber die werden nicht mehr Schaden machen, als du es machst. Kill, wenn die Elfe. Kill, wenn die Elfe. Rüstung, ja. Die guckt auch so hochnäsig. Nicht Käse, nicht ganz. Ah, shit. Den einen Damage hättest du auch noch mitnehmen können. Aua. Sunny frisst Damage. Was war das? Was hat der denn versucht? Das war so ein Nachschrei. Er hat's nur verkackt. Die nicht. Die hat Sunny betroffen. Ich bin mit 9 Ausweichen ausgewichen. Ich mit 31 nicht.
Ist egal, wenn ich treffe, sind sie so oder so tot. Du hast's erfasst, außer der ganz hinten, weil der magische ab. Ja, aber der trifft jetzt mit seiner Attacke nicht mehr. Den hat er übernommen, gut. Hat das übernommen, was Sunny nicht hinbekommen hat. Und der wird jetzt getötet, von wem auch immer, von Kai. Von Kai. Von Kai, ja. Kai darf auch. Außer er dodged. Du hast nichts hinbekommen und hast trotzdem getroffen. Vitalität, das klingt nach einem Ring für Kai. Kannst du werfen. Geschwindigkeit ist mein. Sunny. Geh auf die Ich wollte sagen, geh auf die Fledermaus. Wie Goldman Damage machst mit. Hallo, so habe ich eine Fledermaus tot bekommen, die andere ist auch fast tot. Und die Goblins haben die, auch. Der eine Goblin hat gut was. Eine Güte, ich zeige euch mal, wie das geht. Fledermaus hat die Ewigkeit nicht mehr angegriffen. Ja, hallo, wie war das? Ich habe einen mitgenommen. Warum war ich genau das Vieh aus, was dran gestorben wäre? Mann ey, mach nur ein einziges Mal den Großkotz. Du hast auch Explosionen, ne? Ja, ich schon, ja. Nee, ich meinte Kai. Kai hat Eisexplosionen, er hätte auch beide treffen können. Oh, ja, dafür brauchst du das. Da war der Schadensbonus wichtig. Ja, definitiv. Er war halt so, wie tot will ich's haben, ja. Ja. Man kann, ja, gut, das nennt man Overkill. Meanwhile ich in unserem Land. Oh ja, die Katze. Dann kann ich sie wieder mit dem Hammer kombinieren. Meanwhile ich in unseren Runs mit Taktik plus Todesstrahl plus alles auf Magie. Wer hatte noch Schuhe? Ich hab noch keine. Ich hatte, glaube ich, noch ein paar. Ja. Besser als. Ich wollte sie dir nicht annehmen. Ich wollte sie mir rübergeben, weil ich habe noch. Ich habe noch keine an. Ich bin der Einzige ohne Schuhe. Ganz ehrlich? Endlich mal voll ausgerissen. Besser als überhaupt keine Schuhe. Ja. In der Tat. Ich meine, Stats sind Stats. Wenn man keine hat. Vorher. Sind 5 Rüstung, ich nimm's. Ich möchte diesmal. Die goldene Kiste ist safe immer gut. Ist halt auf jeden Fall erstmal Geld und Wissen. Das ist was für mich, aber ich glaube, ich kann es nicht gebrauchen. Nee, meine ist besser. Nee. Irgendwer denn der Handschuh benötigt? Nee, haben ich alle. Nicht. Das ist eine Lehrlingsrobe. Du bist kein Lehrling mehr. Du bist ein Druide. Ja, ich, weil Sunny es offenbar haben wollte. Ich hab nochmal geguckt. Ich hatte gehofft, das ist halt. Es ist halt ein Level 3 Dungeon. Das hier nicht sonderlich viel Gutes zu erwarten. Ey, es war ein XP. Und wir haben ein paar Sachen bekommen. Geld in erster Linie war das. Ja, außerdem hat es dir und mir einen gewaltigen Weg erspart, weil wir standen vorher hier unten. Na, das ist so. Ja, und ich muss hier jetzt meine Kanone abholen gehen. Kannst du über die Stadt rum? Ja, das würde gehen. Er könnte 2 Progos investieren. Er will den Kampf unbedingt triggern. Ist XP für alle. Er kann danach sogar nochmal meditieren gehen. In Gronberg. Ja, 5 gegen 3, das schaffen wir. Lass den Hinterhalt, da können wir alle 3 verkloppen. Versuch nicht den Hinterhalt. Ich habe nicht auf den Hinterhalt gedrückt, ich wollte kämpfen drücken. Ich war nicht an meiner. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wenn ein Parsing an ist, die Maus generell rumspackt. Weil er irgendwie so Pseudo-Berührungen wahrnimmt und das dann immer in die Mitte setzt. Ich gehe auf den königlichen Magier. 19 Damage ist okay. Willst du nicht lieber auf den linken gehen? Aua. Kaboom! Ach Sunny, das ist ja nett, dass du dich freiwillig vor mich stellst. Freiwillig vor dich stellen und dann rennst du hinter ihm. Das ist ja der Witz.
Ich hab zumindest den Waldläufer behindert. Oh. Ja, die Magier sollten eventuell weg. So weicht man aus, Leute. Was meinst du, warum ich auf die Magier gehe? Die Magier sollen weg, die machen doch kein Damage. Also bei mir juckt es eh nicht. Die Magier kitzeln ja nur noch. Ihr könnt auf den Linken gehen. Ihr könnt auf den Linken gehen. Widerstand. Entweder ich mit meinem Stab oder Akai mit seiner Kanone recken die beiden. Ich mit der Kanone. Ja, das wird der Grimmschau so oder so nutzen. Ich will darüber, aber da kann ich nicht hin. Hallo? Den Platz nimmt ihr gleich sowieso der Skelettmagier weg. Nein, warum sollte er das tun? So? Geh auf den linken Magier, verdammt nochmal. Die werden jetzt eher in Akaias Kanone beide sterben. Ja, der aber hat, ich will ihn auch. Der hat 17, Akaya macht mindestens 30. Ja, aber der ist ja mindestens dran. Ist doch egal, dann tanken wir den einen Hit, der wird schon nicht tödlich. Der ist sowieso geschockt. Zum anderen wird er nicht tödlich sein. Der hat Schock auf sich drauf, der trifft nicht richtig. Und guck, der ist nicht tödlich. Siehst du, 4 Damage, das können wir ruhig tanken. Der hat Magieschaden gemacht. Du hast gesehen, was wir alle für einen Widerstand haben. Wir fressen kaum Magieschaden. Better safe than sorry, ich gehe keine Risiken mehr ein. Deswegen wäre ich lieber auf den gegangen. Ach, ein HP ist doch mehr als genug. Ich habe nicht erwartet, Schaden zu machen. Der hat 16 Abwehrmagie. Ja. Ich erwarte überall Schaden zu machen, okay, ne? Sobald ich meine neue Kanone habe. Außer am Allglatten. Am Allglatten werde ich keinen Schaden machen. Es ist gut, dass wir den Grimmschau dabei haben. Der wird auch durchgehend die Verteidigung von den allen senken. Erstmal hier gucken. Kai, das sind definitiv bessere Schuhe für dich. Du bist dann sogar immun gegen Verschieben. Ich gönn dir. Ist ja doch eh schon. Stärke ist für den da. Ist für Stärke den da. Wäre für mich. Stärke ist mein Stat, aber ich weiß nicht, ob ich nicht einen besseren Ring hatte. Ja, jetzt kannst du da drauf gehen, oder? Du gehst in die Stadt zurück und... Ja. Ja, Sunny, das hat sich gelohnt. Das ist etwas für Kai. Und Kai ist ja auch dran. Na komm! Das Spiel mag mich heute so gar nicht, ey. Ne? Jetzt wird noch einmal Geld zum Heilen dagelassen. So. Ja, wäre ein besserer Ring für dich. Der ist. Das war ein Stärke 3 Ring. Ja, aber wo ist der? Den habe ich nicht dir gegeben. Warum? Weil du nach allem ja, ich will schreist, aber nichts verdienst. Wer zur Hölle greift sonst mit Stärke an, wenn nicht ich? Und wo Sunny ist auch! Quest? Sunny greift auch mit Stärke an! Ei! Richtung Wasser. Rechts! Immer weiter nach rechts. Du musst vom Prinzip her zu dem Hafen da. Und dann die Pfeife und dann hat das. Und danach ist er wieder pleite. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Pfeife hab. Du hast eine. Du bist eine Pfeife. Hab ich. Die Pfeife habe ich zwar nicht gemeint, aber stimmt auch. Ihr habt alle eine Pfeife. Ja, dich. Nee. No. Zur Not hätte ich dir sonst jetzt die paar Almosen gegeben, Sunny. Man braucht ein Ticket, um reinzukommen. Ja, ich wollte nur in die Richtung laufen, um aufzudecken. Diese Behauptung weise ich zurück, dass ich eine Pfeife bin. Warum ist das Inventar offen? Und weil ich habe keine Pfeife. Du willst da drumherum gehen. Doch, du hast eine Pfeife. Du hast eine alte Pfeife. Oh! Ein Heiligtum! Welches ist es? Ja! Das sieht sogar nach einem massiven Angriffszeit. Crit-Chance! Ja, nimm die ruhig. Ja, ich mach eh den Damage. Ja. Wenn die Kanone mal krittet, wäre gut. Ja. Ich hab endlich mal ein Heiligtum. Hattest du vorher noch Fokus übrig? Nee, er hatte keinen. Er war leer. Ah, gut. Dürften ihr nie vergessen, wenn ihr in ein Heiligtum geht, immer vorher noch den Fokus ausgeben. Auch bei den Statuen.
Du kommst da nicht hin. Selbst wenn du die vier Fokus ausgibst. Ich weiß, ich habe auch auf Zug beenden gedrückt, aber weil irgendjemand an der Maus bewegt. Nee, nee, ich glaube, das liegt echt am Parsec, dass dann die Maus generell rumspielt. Ah, ja, dich können wir eben kurz verprügeln. Ist ja nett, dass du direkt neben uns auftauchst. Was macht? Das Problem ist, dass ich nicht da bin. Einen schönen guten Morgen! Mein Name mag dich täuschen, denn eigentlich bin ich das glückloseste Wesen, den du je begegnen wirst. Und ich bin hier, um mein Unglück aber über ganz Verhaul auszuschicken. Ich bin nicht in der Nähe. Wir werden, glaube ich, eh nicht hingezogen. Ja, eben. Oh, ihr müsst noch mal locken das Becken. Gern geschehen. Nein, nein, ja, wir machen den ganzen Kampf, aber du wirst nicht hingezogen. Guck, Geister bekämpfen macht man als Gruppe, aber man wird nicht gezogen. Oder wir... Wobei, hätte er die Kanone auch einfach stehlen können? Der kann alles stehlen. Lass dich von meiner Größe nicht täuschen. Ich habe Tricks drauf, die du dir nicht mehr vorstellen kannst. Dürfen wir das ganze Gold hier bitte mitnehmen? Ja, bitte. Wir sind ja eh schon pleite. Was macht der? Okay, ich hoffe, du bist nicht immun gegen Schock. Weil das verpasse ich dir als erstes. Der hat perfektes Ausweichen übrigens. Oh Gott. Oh Gott. Dann muss ich ja einiges an Damage machen. Nee, am besten trifft Sunny gerade. Du darfst dich aber hinter Kai stellen. Das werde ich auch machen, dadurch, dass ich zwei Bewegungen habe. Fuck you! Ja, der ist schockimmun. Aber ich kann ihn Eis andrehen, dann kriegt er mir Schaden. Ich bin dran, Leute! Ja, vereisen. Ich hatte nicht vor zu schießen, ich wollte noch Feuer auf Eis wechseln. Na gut, er hat's gemacht, passt. Ich kann ihn nass andrücken, dann hat er seine Resistenzen nicht mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mich nicht bewegen. Weil du benommen bist. Ja. Egal, er kriegt auch so auf die Fresse. Kai und Sunny, ihr trefft gerade am besten. Hallo? Was ist mit mir? Die haben zwei, du hast drei. Ja, aber meine Chance ist deutlich höher, dass ich perfekt bekomme, als dass sie perfekt bekommen, obwohl sie weniger braucht. Das stimmt tatsächlich, bei ihm ist 88, bei euch ist 60. Ist nicht falsch. Also ich habe die höchste Wahrscheinlichkeit zu treffen hier. Nur was perfekt angeht. Ja, danke. Ihr braucht nur treffen, dann ist er tot. Der ist tot. Ich werde treffen. Warum hast du eigentlich mit 3 mehr eine bessere Chance als die mit 2? Das verstehe ich nicht. Weil ich 93 Stärke habe. Je mehr Stärke. Oh, so viel Cash! Wissen. Luckys Artefakt tut. Gruppen ausweichen. Hat irgend. Nützlich. Mein Helm ist stark genug. Ich brauche den nicht. Aber das wäre schon ein interessanter Sunny? Helm. Ja, bei dir lohnt sich halt am ehesten. Den. Ja, ich nehme den. Sieht doch lustig aus. Jetzt bist du ein Leprechaun. So, wo ist mein Schatz? Wo ist jetzt mein Topf voll Gold? Da! Das ist mein Topf Gold. Voll Gold! Hallo! Das ist mein Topf voll Gold! Wenn du jetzt nur Glück hättest. What? Du Junge, du bist reich. Gib mal was ab. Ich bin arm. So, auf einmal werden die alle zu Bettlern. Komm, Akaya, du bist arm. Du hast niemals so viel Geld wie Sunny fast. Ja, weil ich ewig nicht im Shop war und es nie was gibt, was irgendwie wirklich gut für mich wäre. Kaum habe ich mal Geld, kommen sie alle betteln. Mein Equipment ist halt leider schon ganz okay. Kannst du das Fragezeichen können, Sunny? Gleich hast du ja Glück. Ja. Das ist jetzt auch wieder ein Schaden, dass ich nicht komme. Falken schmieden! Schmieden. Junge, die smoked gerade so richtig da oben. Oh, die gute Heilpfeife zum Beispiel. Die Pfeifen, die sind richtig gut. Ich weiß nicht, welche Pfeife ich mir holen sollte. Ich weiß nur, dass ich eine bräuchte, rein theoretisch. Die Eilpfeife würde ich jetzt nicht sagen. Die Wissenspfeife jetzt auch nicht. Die Beruhigungspfeife hat, glaube ich, Fokus gegeben.
Da kriegst du zwei Fokus. Ja, also, wenn ich Kraut rauche, was ich nicht habe. Kraut ist halt zu teuer. Also ich kaufe mir, ich gehe da auf jeden Fall runter und kaufe mir gleich die Beruhigungspfeife. Kannst du dir ja auch leisten. Kannst jetzt zwei von den Pfeifen fast sogar schon leisten. Wobei, nee, die kannst du sogar. Ich kann dir dann auch meine alte Fokuspfeife geben, wenn du willst. Also das sind die richtig guten Pfeifen da. Die hatten alle die Höchstwerte. Ja, das ist die beste Version der Pfeifen, die wir haben können. Da ist ein Geisterschiff. Der findet seinen Alk. Wo hast du den denn gefunden? In dem ganzen Gestrüpp. Den hat er ausgebuddelt. Der lag so auf der Straße rum, den habe ich den nächsten Penner von abgenommen. Dafür war es den Fokus wert. Ja, es hat sogar mehr als doppelt. Du kannst das Boot da hochholen. Du kannst es da hinrufen. Und wie? Über Dienste kannst du es kostenlos dahin rufen. Über Boot zurückholen. Ist nicht meins. Ah, okay. Das muss der machen, dem das Boot gehört. Und das ist nicht meins. Nee. Wem gehört es denn nochmal? Hat er das über Sunny oder Kai gekauft? Das Boot war von mir. Einer von beiden war's. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du das Boot da hochholst. Du gibst das Boot auf und kriegst dafür die Besitzurkunde. Das war, wenn wir über den ganzen Kontinent laufen würden und da noch ein Hafen ist, auf der anderen Seite wieder das Boot setzen können. Pony weg ist. Mann! Was ist jetzt passiert? Ich habe Fokus investiert, dann hat eine Maus bewegt und ich war auf Zug beenden. Oh. Wenn ich nicht dran bin, ist meine Maus nie irgendwie am Bewegen. Ja, wie gesagt, ich gebe da eigentlich eher Parsec die Schuld, dass es die Maus spacken lässt. Es ist trotzdem nervig. Ich wollte nämlich eigentlich zu der Pfeifen schmieden. Dafür habe ich jetzt extra drei Fokus ausgegeben, die ich nicht zurückbekomme. Die jetzt in den Wind geworfen wurden. Ich hasse das, dass die Maus rumspackt. Das ist so mega nervig. Inspizieren nicht möglich. Ich dachte, du willst dir das Questband eventuell angucken. Ich wollte sowieso in die Stadt reinlaufen. Yo, das ist ja mal. Ich wäre sogar dafür. Ich wäre sogar dafür, Kai braucht direkt eine gute Waffe. Es gibt aber noch einen zweiten Gegenstand. Ja, das ist ein Sonderbeutel. Nicht wert. Ja, ganz eindeutig, was wir nehmen. Wir nehmen die legendäre Blitzkeule selten. Hm. Okay, ich komm rüber. Ich hatte zwar eigentlich vor zu meditieren, aber das schenke ich mir dann doch her. Ja, wenn da schon so ein. Jetzt braucht nur noch Sunny mal anständige Ausrüstung. Und das ja, ist auch nochmal so geraten. Ich brächte halt auch noch so ein. Zumindest ein bisschen bessere Rüstungsteile zum Teil, aber an sich bin ich sonst zufrieden. So, darf ich jetzt zur Pfeifen schmieden? Reicht schon, dass mir jetzt drei Fokus geklaut wurden vom Spiel. Oh no, der kommt hier hoch. Wir haben eh keine Bombe. Ernst, ich mach mir jetzt demnächst das hier auf, damit nicht aus Versehen auf Subband gedrückt werden kann. Das regt mich auf. Aus! Die andere Pfeife kann ich dir dann gleich geben. Pfeife ist eine Pfeife. Es gibt eigentlich halt nur drei Sachen, die noch besser sein könnten an meiner Ausrüstung. Ansonsten ist sie halt schon quasi perfekt. Bei dir oben ist kein so ein. Doch. Ich spare mir einiges am Laufweg, wenn ich da reingehe. Oh, da ist was. Ich hab nicht gesehen, dass da ein Sumpf ist. Und eine Statue. Du kannst ruhig zwei Fokus investieren und das mitnehmen. Ich bin zwar gerade der niedrigste von den EXP, aber. Ich glaube, dass da rechts, was du dir angucken wolltest, ist auch dieses X mit der Stelle. Boom! Level 7.
Du hast halt ja, das ist die Stelle. Darfst nicht investieren. Ich meine, das ist das mit der Bombe. Danke. Obwohl, kannst du auch behalten. Ich bin mit meinem Stab gerade zufrieden. Ein breites Schwert. Das ist für... Das ist Sunny. Oder mich, weil ich ja auch mit Stärke kämpft habe, aber ich habe kein Interesse daran. Ja, du hast eh... Den kannst du auf jeden Fall anlegen. Zwei Fokus. Zwei Fokus sind mehr wert als zwei Dornen. Ja. Wer ist gerade rausgeflogen? Hallo? Wer von Unbekannt. Euch? Wer von euch hatte kurz gerade den Call verlassen? Ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also, ist Honey. Weg von der Maus! Keiner ist an der verdammten Maus. Ja, aber gegen wen kämpfe ich dann gerade? Keine Ahnung. Ich bin aber nicht an der Maus. Ich bin noch nicht in Reichweite von Akaya, glaube ich, auch. Nee. Obwohl, bin ich in Reichweite? Wir sind in Reichweite, okay. Ich wäre es oder so, ich habe ja Unterstützungsreichweite. Ja, aber bei mir ist es nicht sicher. Ja, aber du bist ja drin. Hinterher hört nix. Hello there. Hallo. General Kenobi. Was machen Würfel? Böse sein. Wie ist einer mit dem richtigen Response? Ich damage. Kaboom. Ja, vor allem bei dir ist ja die Crit-Chance höher. Ja. Ich kann ihn nach hinten schubsen, wenn ich wollte. Aber was bringt das? Nee, kannst du nicht. Die sind immun gegen alles. Die sind immun gegen alles. Es ist egal, was du wählst. Aber ich würde sagen, wir müssen zumindest den Sauren zuerst wegballern, bevor der uns mit der Säure irgendwas antut. Das ja. Mit ein bisschen Glück greifen die auch den Skelett-Dude an. Können die ja, nicht, weil er hinter mir steht. Immerhin stehe ich sicher. Nein! Ah, er hat aber verkackt. Er hat zum Glück reingekackt. Ja, da haben wir richtig Glück gehabt. Ich mach den gleich so tot. Okay, der Schwarze macht Giftfeld. Das habe ich gerade erst kuriert. Dann kannst du zumindest seine Heilungsaura vernünftig benutzen. Ihr miesen Drecksäcke. Einer von euch muss noch Damage am Schwarzen machen, bevor ich hier dran bin. Können wir leider nicht. Du musst drauf schießen. Warte, ich habe ja zwei Aktionen. Willst du mich vielleicht eine Heilungsaura machen lassen? Wenn ich den kaputt mache, gibt's doch kein Gift für uns beide. Ich hab schon Gift. Sunny hat das Gift schon drauf. Du kriegst es nachher runter. Wenn ich ihn töte, gibt's kein Gift. Aber Sunny hat es schon drauf und ihr hättet das Gift von Sunny wegnehmen können. Nee, ich kann nur einen heilen, das ist schon sinnvoll gewesen. Ich kann nur bei einem das Gift wegmachen, dann hätten zwei Gift gehabt statt einem. Das war schon sinnvoll. Das war in dem Fall definitiv die schlaueste Art und Weise, das Gift von zwei zu verhindern. Ja, guck mal, wir können doch hier jetzt Skinring nutzen, dann ist es direkt auch wieder weg. Guck, das war das Schlauste, was ich machen konnte. Ja, wie gesagt, die Heilungsaura, die kann ich nur auf einen machen. Ich glaube, dafür heilt sie aber auch dann wirklich alles. Ja, kannst du direkt anlegen, ne? Also wie gesagt, es war schon sinnvoll, was er gemacht hat. Auch wenn es nicht so beabsichtigt war. Ich würde gleich noch einmal kurz Sachen anlegen wollen. Und dann würde ich sagen, denke ich mal, ist Feierabend. Was hast du denn da jetzt schon wieder gefunden? Jetzt nochmal, Alex. Ein verdächtiger Erdhügel. Das ist unser Sprengstoff. Den brauchen wir auch. Ja. Ja, dann nehme ich dein Zeug doch an. Das will ich auch jetzt mal. Du kannst zuallererst erstmal die Pfeife anlegen. Du hast nämlich keine. Erstmal lege ich hier auch den Ring an.
und die kommt dann auch direkt damit. Wenn du jetzt irgendwann mal Kraut frisst, dann kriegst du auch ein bisschen Fokus mit. Ja, und ich denke mal, jetzt werde ich ja nochmal verkaufen, was ich nicht brauche. Für mich war da jetzt auch nichts dabei. Also, kannst du in den Nachtmarkt gehen und hoffen. Der hat ja gerade auch noch auf. Keine Bonbons. Nein, warum? Die machen nur einen Punkt. Der ist echt teuer. Kai? Den kann er sich aber eh nicht holen. 500 würde ich auch nicht freiwillig benutzen. Der knallt da übel rein, aber die Chance, dass ich dabei irgendwas... Warte, drück mal auf mehr Informationen. Ich will mal gucken, wie viel Damage der machen würde. Nicht so viel. Die, das ist Gruppenrüstung? Nee, das ist nichts für mich. Leprechaun-Anzug. Nee. Wobei, ja, würde doch zu deinem Hut passen, Sunny. Die Crit-Chance von der... Der Leprechaun-Anzug meine ich. Also hier wäre die Crit-Chance halt echt nice, aber nee, nicht für den Dein nicht Geld, für den nicht Preis. Unseres. Mein Helm ist ganz gut. Was auch immer du mit deinem Geld anschützt, ist nicht unser Problem. Glück also, beeinflusst halt auch die Crit-Chance, ne? Naja, steht es da überhaupt? Ich meine, es beeinflusst auch die Crit-Chance. Da steht aber nichts von wegen, dass ich das machen würde. Naja, den Rubinbogen und der Hexenbesen? Hexenbesen. Illusion, Giftland? Der Rubinbogen ist eh Glass Cannon. Ja, das war aber auch klar. Alle Juwelenwaffen können kaputt gehen. Radioschall, magischer Schaden, verfangen. Und der Giftland kann. Nee, lass stecken. Ich bin mit meinem Stab mehr als zufrieden. Also, nee, der hat hier irgendwie nicht wirklich was. Kannst du mich ein Portal. Kannst du mich die Portalschriftrolle auf jeden Fall mitnehmen? Das wäre zwar interessant. Jo, das ist Wucher. Ich kann ein Portal für uns alle dann öffnen. Ich bin der mit dem höchsten Intelligenzwert. Ja, aber das ist Wucher. Es ist mir bewusst. Es wird aber nicht besser. Ich weiß, aber vielleicht bin ich irgendwann mal ein richtig OPs Item. Ja, keine Ahnung. Gibt nichts mehr zu tun für mich. So, wollte sonst noch irgendwer was erledigen oder dann können wir dann jetzt abspeichern und für heute Schluss machen. Von mir aus können wir aussprechen, wollte Schluss. Machen. Für mich gäbe es nur eine Sache, die ich gerne machen würde. Also hier ist auf jeden Fall unser eines Teil. Ich will endlich Level 7 erreichen. Sobald wir Level 8 oder 9 erreicht haben, im besten Fall 9, können wir auch mal den Kraken versuchen. Den Kraken will ich auch mal machen. Vor allem mit meiner Kanone, glaube ich, habe zumindest ich, was Damage angeht, gute Chancen. Bei euch weiß ich es nicht. Ich habe auch gute Chancen. Der Kraken hat, meine ich, nicht wirklich Resistenzen. Naja, ich meine, ist halt nur ein Haufen Schwabbel. Mal gucken, was das noch ist. Das stimmt. Das, was keiner von uns hat. Danke. Danke. Nehme ich mit, falls da irgendein Spasti-Vieh kommt. Na gut, dann mache ich jetzt mal auf Speichern und Beenden. Wenn ich mal darf. Der wahre Kampf ist der Kampf gegen Parsec in diesem Spiel. Ja, ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, dass das am Parsec liegt und nicht an irgendwen, der an der Maus rumfummelt. Die einzige Möglichkeit, wie ich meine Maus... Ich glaube, Sunny musste gerade raus, weil bei ihm jemand reingekommen ist. Wahrscheinlich. Ja. Ich schmeiße schon mal aus Parsec raus. Die einzige Möglichkeit, wie das bei mir halt passieren könnte, dass meine Maus sich bewegt, ist, dass ich ans Kabel komme, wo meine Füße links nicht mal in der Nähe sind. Also wir haben übrigens 42 Wissenspunkte und das reicht aus, um beide einen Job zu kaufen, den Hürden und den Landstreicher. Also beide sind schon mal gekauft. Habe ich gesehen, dass wir 42 oder so hatten. Ja, und damit ist dann jetzt auch für heute Schluss.
Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Wenn ja, später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Zani musste halt leider schon gehen. Und ich bin jetzt komplett broken, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Auch ja, mit meinem Stab bin ich auch ganz gut bedient. Also ich kann ja wirklich jedes Element auf vier Gegner gleichzeitig feuern. Nur für Sunny gibt's halt irgendwie keine Waffe so wirklich. Nee, bisher nicht. Wir brauchen halt eine Waffe, die halt mit Geschwindigkeit ist, aber da gibt's nicht wirklich was. Kai hat jetzt auch eine gute Waffe gegen Ende nochmal bekommen. Ja, obwohl... nur Sunny hat halt keine, aber er braucht halt eine Geschwindigkeitswaffe, aber sowas finden wir nicht. Ja, das findest du halt echt so gut wie gar nicht. Es gibt halt kaum Geschwindigkeitswaffen. Naja, wie gesagt, den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal Ciao. Euch bis zum nächsten Mal.